die Stimmung hier bei uns. Schön, dass Sie einschalten am späten Freitagabend im ZDF. In genau zwei Tagen feiern die Spanier die Entdeckung Amerikas im Jahre 1492, großer Nationalfeiertag. Und wir haben uns gedacht, na gut, machen wir halt mal Los Bojos und kochen heute eindeutig Spanisch. Und freuen uns auf unsere Spitzenköche, unter anderem Andrea Studer, Lea Linster, Peter Dreis, Horst Lichter, Alexander Herrmann und Tim Melzer. Ja, hallo. Los Bojos, ne? Muss man so. Ja. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Peter, grüße Sie, hallo. Lothar. Entschuldigung, machen wir gleich richtig? Machen wir gleich Lothar. Ja. Don Horst. Don Horst. Don Horst. So, Peter. Ganz fett an. Jetzt ist es. Hallo. Tim. So, haben wir dir. Servus. Schöne Grüße. Danke, Herr Demmer. Mit dem Mehl, mit dem Zucker, mit dem Butter. Ja, was ist hier los? Sie rasten aus, meine Damen und Herren, und zu Recht. Ja. Don Horst ist heute bei uns. Horst, servus. Sí, por favor. Sí. Du kennst noch kein Spanisch, oder? Ich habe gepackt die Stier an die Horno. Ja. Ja. Habe gedreht auf die Rücken und habe geschnitten einen schönen Steak. Okay, apropos Stier. Ja. Hier ist der Küchenbulle, hier ist Tim Melzer. Tim, schön, dass du mal wieder dabei bist. Danke. Hallo. Das erste Mal bin ich dabei. Wir haben uns zum letzten Mal gesehen bei der Übergabe. Ja. Du lebst viel in Spanien mittlerweile, ne? Ja, Leben ist übertrieben, aber ich habe mir ein Häuschen gemietet und bin relativ häufig da. Auf Mallorca. Auf Mallorca. Wobei das ja nicht mehr richtig Spanien ist. Jedenfalls so kommt es mir manchmal vor. Also ist das tatsächlich so oder kann man dort auch noch, sagen wir mal, was jetzt Essen angeht, wirklich spanische Lebensqualität genießen? Also was Essen und sowas angeht, sowieso Spanisch, weil das ist relativ einfach, da die deutschen Restaurants zu meiden, weil die befinden sich fast alle immer in Strandnähe. Ja. Da braucht man einfach nicht hingehen. Das ist wirklich ein einfacher Qualitätstipp. Keine Restaurants in Strandnähe, die sind meistens schlecht. Okay. Aber es ist relativ einfach, da immer ein bisschen über die Länder zu fahren und wirklich die kleinen, heimeligen Restaurants. Da kommt dann wieder der Satz ins Spiel, Mallorca hat auch wirklich schöne Ecken. Also ich bin ja immer so ein bisschen genervt davon, weil ich bin ja selber so ein Mallorca-Hasser immer gewesen. Ja. Weil gerade entweder gab es Ballermann oder auch es gibt die schönen Ecken. Man muss aber wissen, wo sie sind und so ein Tourismus mag ich überhaupt nicht. Und Mallorca ist wirklich durch und durch eine schöne Insel. Und ich meine, auch Arenal hat seine Berechtigung auf eine Art und Weise. Aber wenn man es halt ein bisschen, hat es wirklich. Ja. Es ist gar nicht so schlimm, wie alle Leute immer sagen. Ganz und ist auch eine kleine Ecke. Man braucht da wirklich nur 10 Minuten irgendwie in eine Richtung fahren und schon hast du so deine Ruhe und hast deine kleinen Eckchen, wo es einfach ein bisschen netter ist. Mhm. Was macht für dich grundsätzlich den Reiz der spanischen Küche aus, mal in wenigen dürren Worten? Also die richtig spanische Küche ist gar nicht lecker. Nein, die ist wirklich nicht lecker. Das ist so. Also die ursprüngliche, die ist echt wirklich, das ist eine richtig fette, schwere Küche. Da ist nichts Leichtes, nichts Mediterranes, wie man sich das vorstellt. Da wird mit wahnsinnig viel Schweinefett, Schmalz und also viel Butter, hier, das war ja nicht was für Hort, also wirklich viele tierische Fette und wahnsinnig, und es wird auch nicht technisch sonderlich hochwertig gekocht, sondern es wird einfach nur auf den Herd gestellt. Wenn es irgendwann mal weich ist, dann ist gut. Aber die jungen Köche, die haben da jetzt so eine neue Richtung, nicht eine neue Richtung, aber die haben eben gelernt, die alten Rezepte einfach etwas leichter zu präsentieren und das macht es nachher im Endeffekt aus. Und Produkte, Produkte, Produkte. Das ist hier mein Stück zum Beispiel Presa. Das kann man bei uns gar nicht kaufen. Das ist Presa ist was? Presa ist ein Stück aus der Schulter vom Iberico-Schwein. Das kennen wir sonst normalerweise nur vom Schinken. Sind das diese eichelfressenden Schweine? Ganz genau. Da wird normalerweise Pata Negra. Pata Negra. Oh. Da wird der fantastische Schinken draus gemacht. Und das ist eigentlich, hat man das hier in Deutschland jahrelang nicht bekommen. Das wurde nur in die spanische Spitzengastronomie verkauft. Und das ist eigentlich so ein richtig rustikales Bauernstück. Und das Besondere an diesem Stück ist, dass man das nur scharf anbraten muss und eigentlich roh servieren kann. Und das ist so genau das Gegensätzliche, was ich immer über Schweinefleisch gelernt habe, dass man Schweinefleisch immer durchservieren muss. Also ist das Schweinesushi? Das wird ein Schweinesushi. Das ist ein Schweinesushi. Ganz genau. Schön, dass du da bist. Fang mal schnell vorne an. Hola. Don Andreas, hola. Genau. Du hast ja eine richtige Affinität zu Spanien, ne? Also sagen wir mal Lateinamerika. Ja, Spanien auch. Also Spanien, me gusta mucho. Si quieres podemos hablar español, poquito. Wir können auch ein bisschen con Spanisch títulos, sprechen. Sí. Ja. En la página 700, also auf Seite 777. Ajá, sind los subtítulos. Y luego vamos a empezar con unas tapas. Wir machen Tapas. Aha. Das ist für Sie jetzt wichtig, ja. Wir machen Tapas. Le gusta Tapas? Sí.
La tapa es grande, ja. Con todo. Porque tengo algo aquí. Ja. Mira. Ja. Tengo algo aquí. Er hat also uns was mitgebracht, heißt das jetzt? Ja. Ich pienso que es bastante para todos nosotros, sí? Das heißt, ja. Ne? Heißt, müsste für uns alle reichen. Ja, müsste. Könnte für uns alle reichen. Ne? Guck mal hier, schön ja. Mit Klauen, ne? Ja. Pata Negra. Ist das Pata Negra hier? Ja, das ist Pata Negra. Also wir haben uns nicht lumpen lassen hier, jetzt wieder in Deutsch. Und haben einen richtig schönen Serrano-Schinken hier aufgetrieben. Ein und den, der mal, ist wirklich der Hammer. Serrano-Schinken, ne? Parma-Schinken, weiß man, kommt aus dem Großraum Parma. Genau. Kennst du eine Ortschaft namens Serrano? Nee, gibt's nicht. Das Sondern? Kommt, ursprünglich, das kommt vom, das heißt Gebirge, Sierra. Sierra, okay. Genau, mhm. Sierra Madre kennen wir zum Beispiel. Sierra, das heißt, kommt aus dem Gebirge und wird auch da hergestellt. Also es wird da, die Schweinchen sind da und es wird auch da getrocknet. Und das ist ganz wichtig, und jetzt ist mir hier gerade noch was aufgefallen. Ich glaube, das sollte so gar nicht gezeigt werden. Ich zeige es Ihnen aber trotzdem. Schauen Sie mal hier. So sieht's aus, wenn Spitzenköche üben. Ja. Pero ich war es nicht. Ne? Wer war es denn? Lea war es? Ja. Na, also, Lea, warst du das? Ich habe mich einen Augenblick von dir hinreißen lassen und schon was geschehen. Oh. Ja. Also. So schnell kann es gehen. Ja, natürlich. Andreas, du bist heute also mit Tapas dabei? Genau. Was wirst du uns genau machen? Ja, ich habe schon ein bisschen losgelegt hier. Mit, wir können alle ein bisschen lernen heute Abend. Und zwar Cebolla. Cebolla y ajo. Es aquí. Es aquí, ja. Ist hier. Ja, genau. Also Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. Schön erstmal angedünstet. Und jetzt kommt schon der erste richtig spanische Trick dazu. Bang! Richtig ordentlich Sherry dazu. Ne? Sherry. Sherry und das Ganze schön einkochen, auch wenn ein Stück daneben geht. Und damit machen wir Albondigas. Sherry, Sherry Lady spielt in Spanien eine Rolle. Ja, die spielt eine Riesenrolle, ja. Ja, inwiefern? Du kriegst auch noch gleich einen Sherry hinterher, ne? Ja. Ja, dir sicher. Ehrlich? Wir haben vorgesorgt. Aber du weißt, ja gut, hast schon recht. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Insofern. Ja, finde ich auch, genau. Ja. Wir trinken allerdings noch andere Sachen hier. Es gibt auch einen schönen Cava natürlich bei denen. Ja. Aber zum Sherry kann ich so viel sagen, ich war auch schon mal so ein Cava drin. Und haben mir das genau zeigen lassen in die Sherry-Fässer. Es gibt ja nie einen Jahrgang vom Sherry. Ne? Es sind immer verschiedene gemischte Jahrgänge miteinander. Ja. Und da gibt es also einen trockenen Sherry, da gibt es einen süßen Oloroso, den mag ich besonders. Ja. Das ist so einen schönen Käse, so einen Blauschimmelkäse beispielsweise. Wunderbaren Oloroso-Sherry. Ich habe jetzt hier einen trockenen und ich habe auch einen trockenen für euch vorgesehen. Mhm. Jetzt mal ganz kurz hier zu Albondigas, was hier aussieht, so wie schon einmal gegessen. Ist natürlich nicht, sondern ist natürlich alles sehr frisch. Es ist ein Brötchen von gestern, eingeweicht in Wasser. Mhm. Und das brauche ich jetzt, damit das Fleisch, was wir jetzt gleich verwenden werden, hier haben wir Rinderhack, das gleich miteinander vermischen. Ich gebe hier die Zwiebeln, die kühlen wir noch kurz einen Moment ab. Ja. Machen wir hier rein. Mit dem Sherry. Und jetzt geht's los hier. Zwei Eier habe ich verquirlt, bisschen Salz dazu gegeben. Dann das Brot von gestern, schön aufgeweicht dazu, damit wir auch eine gute Bindung haben. Aber was heißt Brot auf Spanisch? Pan. Pan. Pan, genau. Pan gibt es dann auch zum Schluss. Wir haben nämlich vier verschiedene Tapas, also Sie können sich auch was gefasst machen. Und jetzt Fleisch dazugeben, ganz wichtig, frische Petersilie, kommt auch noch. Perchil, 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 Perchil. Y ahora mano. Fata al mano, also Manuela heißt das. Ne? Ja. Einfach mit der Hand alles schön durchmischen. Und da gibt es so kleine Bällchen und das Ganze könnte man, wenn man eine Zeit hat, vielleicht nimmt man eine Lea, machen wir noch eine Salsa dazu, eine Spanische, natürlich Salsa. Ja. Und wir machen auch gemeinsam einen Gang. Ne? Nehmen wir Pan con aceite, heißt es bei mir, also Pamambole in Mallorca. Ja. Wie heißt es bei dir? Ja. Tostadas. Hier, guck mal, ich lese mal vor. Ah. Hier. Ja. Tostadas de tomate con aceite de oliva y ayo. Y ayo. Habla español también. Ne? Ja, 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 ja. Ja. Und ich lese mal vor, ich trage das mal kurz vor, was die gute Lea. Guck mal hier, Zwischengang. Almejillones a la flamenca von Lea Linster. Sí, hola. Ah, hola. Hola. Muy bien. Also, Lea, was ist das? Was machst du da? Ich mache hier Muscheln. Und ich habe die jetzt geputzt hier. Die mache ich jetzt da in den Topf. So brauche ich eigentlich nur zu öffnen. Also Almejillones sind Miesmuscheln. Das sind Miesmuscheln. Okay. So, und jetzt zeige ich dir, wie man die putzt. Schnell, ich nehme sie schnell wieder raus, weil ich möchte nicht, dass die sich voll von diesem Wasser saugen, sondern sollen nur sauber werden. Kaltes oder warmes Wasser? Kaltes. Kalt. Absolut kalt, damit sie zubleiben. Gell? Und hier, das nimmt man ab. Da, das ist da, wo sie dran hängen zum Wachsen. An diesem, weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Das ziehe ich ab. Aber bevor, ich tue sie nicht ins Wasser sofort, sondern nachher zusammen. Denn sonst liegen die zu lange da drin und saugen sich dann voll von dem Wasser. Das möchte ich auf keinen Fall. Ja.
Und was machst du dann mit diesen Miesmuscheln, Lea? Die koche ich und dann, wenn sie offen sind, breche ich sie auf. Also ich behalte nur die untere Schale mit der Muschel drin. Und dann werden sie mariniert und die werden in unserem Tapas-Bar, die ich mit der Andreas und ich, wir haben gemeinsam diese Tapas-Bar habt ihr eröffnet, ja. Er steht vorne an der Front, weil er ja Spanisch kann, gell? Ja. Ich nicht. Voy a vender todo. So, und vorhin damit diesen Toast, danach werden wir diese Toast machen mit Tomate und, also da kommt Tomate, Olivenöl und Salz, ein bisschen Salz und Knoblauch drauf und das schmeckt ganz wunderbar. Und wir werden ganz viele machen, weil wir haben ja dann echtes Geschäft hier zusammen, gell? Ein Wahnsinn. Ja. Diesen kleinen Tapas-Bauchladen werdet ihr eröffnen. Wir freuen uns drauf. Also das wird eine Sache con temperamento de pura raza. Ah, con pasión, sí, me gusta, me encanta. Ich habe den, ich glaube, das ist gar kein Schweizer, der tut nur so, ne? Nee, das ist so ein getarnter Spanier. Nein, das ist ein Chamäleon, der isst was, du zeigst ihm einen Pass und schon ist es der. Ja, genau. Schon ist er Spanier. Also, Lea, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Dankeschön. So. Don Alexander Herrmann zusammen mit Peter Kieswetter, dem Küchenschlachtgewinner. Peter, wir haben uns vorhin auf das Du geeinigt, weil das ein bisschen unkomplizierter ist, ja? Danke. Was schiebt der da gerade rein, der Don Alexander? Unser Rinderfilet. Unser Rinderfilet. Rinderfilet, weil ihr nämlich macht, ich darf das mal vortragen, ich habe das im letzten Moment, glaube ich, auch noch mal geändert, ja? Rinderfilet mit Tomaten, Tapenade, gratiniert und lauwarmer Oliven-Knoblauch-Kartoffelsalat. Ah. Genau. Es ist ja immer so, dass man als Koch so im Vorfeld immer dieses Rezept dann kriegt und dann versucht man dann ganz vorsichtig mal drüber zu reden, ob es eventuell ein paar Abweichungen gibt, wo man vielleicht anders machen würde. Ja. Aber hier haben wir wirklich nur oben den Wortlaut geändert. Weil vorher hieß Rinderfilet gratiniert mit Tomatentapenade. Richtig. Und jetzt haben wir es einfach geschrieben, Rinderfilet mit Tomatentapenade gratiniert. Das heißt also, kulinarisch ist das alles super. Ja. Und ich laufe jetzt ein bisschen bei, ich habe schon die Kartoffeln ordentlich geschnitten, wie sich das so gehört als Beikoch. Ist denn, ist denn Peter ein talentierter Koch? Sensationell. Ja? Ja, jeder, der die Küchenschlacht gewinnt, ist ja zu Recht bei mir. Ja, ja, in der Tat. Also die Erfahrung machen wir häufig, ja, dass das Leute sind, die richtig was drauf haben. Peter, woher kommt diese Liebe zum Kochen? Grundsätzlich von meinem Ursprung, von meinem Beruf her. Was, also was machst du? Gelernter Fleischer. Oh. Und dann Fleischermeister gemacht. Gut. Ja. Ja. Was guckst du kritisch? Mein Fleischermeister. Ich habe mal überlegt für mich, weil ich eigentlich während meiner Ausbildung das gar nicht, also gar nicht so richtig gelernt habe. Ich habe immer direkt das Essen so schon filetiert alles bekommen und ich habe gar nicht so viel Ahnung von den Teilstücken. Das habe ich jetzt an diesem Stück ja schon gesehen. Ja. Und ich bin so am Überlegen, meine Lehre noch mal zu machen. Ich finde, Fleischer ist wirklich... Eine Fleischerlehre? Also irgendwann könnte ich mir das ernsthaft, das ist kein Blödsinn. Weil ich find, du kannst eine Lehre machen, das ist ja heute mal... Fleischerhandwerk, ein gut, richtig guter Fleischer. Der hast du mit der Metzgerei-Innungen vertraut oder was? Nein, überhaupt nicht. Nein. Man kann doch auch Respekt vor anderen Berufsständen haben. Und wirklich, Fleischer ist ein wunderschöner Beruf und leider in meinen Augen auch oftmals zu mäßig nur beachtet. Man sagt halt, man geht eine Wurst kaufen, ein Steak kaufen. Aber wenn ein guter Fleischer ist, der sein Handwerk versteht, ist das sensationell. Wirklich gut. Vor allen Dingen jetzt mit dem Römerhof. Ja, sehr schön finde ich jetzt mit dem sanften Schlachten. Hast du das auch schon gehört? Die schlachten ja jetzt sanft. Das wegen dem Bio-Gedöns. Die kraulen dem Schwein hinter die Ohren. Ja, so dass er Vertrauen hat. Ne? Und dann kommt kurz bevor er einschläft, klackt der Bolzen, Schussgerät und weg. Ne? Ja. Peter, ist das so? Fast, ja. So, und wir haben ja heute noch einen weiteren Küchenschlachtgewinner hier. Den darf ich Ihnen jetzt mal vorstellen. Das ist Lothar. Herzlich willkommen. Oh, komm, kein Thema. Das geht schon so. Lothar, du kochst heute mit Horst Richter gemeinsam. Was kocht ihr? Wir kochen wir kochen gar nicht, sondern wir kühlen ein Sangria-Eis und backen ein kleines Mandeltörtchen dazu. Ein spanisches, mallorquinisches Rezept sicherlich. Mandeltörtchen. Keine Sache. Mandeltörtchen mit Pinienkern. Peter, woher kommt deine Liebe zum Kochen grundsätzlich? Ich habe irgendwann mal in einer Wohngemeinschaft gelebt und da mussten wir kochen. Also derjenige, der mir gekocht hat, der hat irgendwann mal gesagt, nee, er will nicht mehr und da mussten wir lernen.
Und so eine richtige WG? Ja. Sagen wir mal frühe 70er Jahre, oder? Exakt. Ja. Frühe 70er Jahre in Hamburg. In Hamburg? In Hamburg, ja. Das war noch die Zeit, wo Zitronengras noch Räucherstäbchen war. Ja, wo überhaupt auch sehr viel geraucht wurde, ja, sagen wir mal. Ja, wurde sehr viel. Und nicht nur Tabak. Darf ich doch da kurz? Weiß ich nichts von. Nee, aber Mama hat davon gehört. Ich habe davon gelesen, ja. Durchaus. War das in deiner Zeit? Ja, das war meine Zeit. Ich meine, ich bin auch sehr glücklich, dass ich neben Lothar stehen darf. Weil ich habe auch schon richtig tolle Aufgaben bekommen. Ich durfte schon 16 Zitronen die Haut abschaben. Ja. Ich bin jetzt an einem Sack Orangen beschäftigt. Und ich durfte auch schon Eier trennen. Ja, gut, sehr schön. Aber er verrät mir nicht, wie es geht. Ja. Aber er macht das sehr gut. Er macht das gut, ne? Ja. Der Herr Lichter ist auch zu was zu gebrauchen. Ja. Das ist so. Lothar, ihr wart in dieser Wohngemeinschaft? Lieber Freund von mir, Frank Biernert, herzliche Grüße an der Stelle, der erzählt immer, in seiner Wohngemeinschaft gab es immer Feuerzauber Texas. Kennst du das noch? Nee. Kennst du Feuerzauber Texas? Das hört sich an. Ja, Bohneneintopf. Ja. So ein ganz fieser Bohneneintopf. Aber er hat was Feines, weißt du, gerade jetzt, wo die Energiekrise kommt, wenn der richtig Bohneneintopf ist, kannst du ja mit Eigengas fahren. Geht ja. Nein, wir hatten ein wunderbares Kochbuch in der Zeit. Ja. Von Wagenbach Verlag für Wohngemeinschaften und größere Zusammenkünfte. Das war sehr gut. Ein Kochbuch für Wohngemeinschaften. Ja, ja. Ich habe versucht, das heißt, möglichst wenig Aufwand und möglichst viel Ertrag. Genau, das Rezept für die Pekingente war genial. Ja. Hinfahren. Ja. Gut, also, Lothar, schön, dass du da bist. Danke. Dankeschön. Tim. Ja. So. Jetzt wollen wir noch mal genauer wissen, was du heute machst. Also, kurz gebratenes Presa von der Iberico Schweinschulter, Papas Arrugadas und gebratene Capa. Ja. Jawohl. Schönes Gericht. Ja. Das ist ein richtig schönes Stück Fleisch. Also, ich liebe das. Also, das ist wirklich, ich habe eben schon mit Horst drüber gesprochen, auch die Tomaten und das Ganze. Wenn Produkte wirklich so eine gewisse Ästhetik haben und eigenartigerweise hat das für mich eine Ästhetik. Ja, kann ich nachvollziehen. Da freut man sich wirklich beim Kochen. Schön anzuschauen. Das Besondere ist ein Teilstück aus der Schulter und ist halt vom Iberico-Schwein. Und an diesem Stück kann man halt wunderbar sehen, warum das Iberico-Schwein so speziell ist. Weil es verfügt über die perfekte Kapazität, Fett einzulagern im Muskelfleisch. Wo jetzt durch das Fett ist das halt so besonders aromatisch. Das Tolle an diesen Schweinen ist, die werden halt nach, ich glaube, 3-4 Monaten, so von Oktober bis März, gibt es eine Montanera-Phase, nachdem die sowieso schon freilaufend waren und nur Hirse, Mais und so normales Getreide gegessen haben, werden sie auf die Berge getrieben und dann essen sie eigentlich ausschließlich Wildkräuter und Eicheln. Genau. Und das Fett schmeckt wirklich nach diesen Eicheln. Und das Besondere ist eben, dass es so wunderbar durchmarmoriert ist. Und das hat eine Qualität, man kann das, ich weiß nicht, hat man von Kobe Beef was gehört? Von Kobe Beef, ja, dieses mit Bier. Genau, dieses handmassierte Fleisch. Und das ist in der Qualität mindestens gleichwertig, wenn nicht noch sogar besser, aber nur ein Zehntel des Preises. Also es ist wirklich sensationelles Fleisch. Es ist richtig schön aromatisch und ist einfach... Aber nichtsdestotrotz dennoch teuer. Nein, also nein, definitiv nicht. Wenn du mal betrachtest, was das Stück hier oder das reicht mir locker für 20 bis 25 Leute. Weil ich mache ein paar Kartoffeln dazu, das ist eine günstige Variante. Dann eine einfache Tomatensauce, die schon im... Oh, Tomatensauce. Da war doch was. Ach, da ist der Herr Lichter schon dabei. Ja, ich bin dabei. Danke. Sehr gut, danke Herr Lichter. Dankeschön. Und dann brauchst du wirklich nur ein bisschen. Du machst dich damit nicht satt, sondern du genießt einfach wirklich diesen Geschmack. Das ist wie beim guten Schinken, dann nimmst du auch nicht gleich 200 Gramm, sondern da reichen 50 Gramm und das gut genießen. Gleich komplett. Bist du so ein Fleischfetischist, ein Fleischesser? Nee, ganz und gar nicht. Ich war früher mal so ein Bauer, der immer gesagt hat, Fleisch ist mein Gemüse, weil ich immer dachte, das ist besonders männlich. Aber ich revidiere da so einen Ticken meine Meinung. Absolut. Ich finde, man kann es übertreiben, aber generell ist wirklich so... Eine, die Tomaten sind ja fertig. Wunderbar. Also, generell sollte man wirklich mal seinen Fleischkonsum ein wenig überdenken. Das muss nicht jeden Tag sein. Einmal die Woche reicht und dann halt lieber so eine Qualität. Grundsätzlich, wo wir hier gerade, ich habe das eben gesehen, wir hatten da mehrere kleine Stücke Fleisch. Hier haben wir so ein großes, schönes Stück. Das ist einfacher. Ja, wenn man sowas kauft, wie macht ihr das? Kauft ihr das im Stück? Nein. Ich gehe zum Schlachter. Oder lasst ihr das teilen, gewissermaßen, in die Portion, die ihr braucht? Also ich persönlich mag einfach generell, wenn ich zu Hause koche, eh immer große Stücke, weil dann gucke ich mir nicht so ein Kokolores an, wenn ich da 10, 20 Leute sitzen habe, einen großen Braten, dann im Ganzen auf dem Brett und dann wird das auch aufgeschnitten wie ein Rostbeef oder ähnliches, weil es einfach einfach ist, macht mir keinen Stress. Und deshalb immer große Stücke.
Also. Zieh ich vor, wenn man mit viel, für viele Leute kocht, und das tun wir hier. Kurz gebraten heißt in dem Fall? Ich sag mal 3 Minuten von jeder Seite, vielleicht 3 Minuten in den Ofen und dann fertig. Turbo? Nö, 180 Grad, ganz entspannt. Nee, aber beim Anbraten, meine ich jetzt? Meine Röstaromen halt, ne? Muss ja schon ein bisschen Geschmack dabei sein. Okay. So. muss Farbe dabei sein. Okay, Tim Mälzer, meine Damen und Herren. Alexander, wie geht's euch mit eurem Fleisch hier? Wunderbar. Also ja, das Fleisch wird gestreichelt. Es wird und wird auf, also zum Höhepunkt gebracht. Zum, sagen wir mal, ja, kulinarischen. Kulinarischen? Ja, weil da kannst du ja sonst, also ja, ich habe das angebraten, es liegt da drin bei wenig Grad und dann machen wir es von oben bis unten schön rosa und nachher kommt die Kruste. Das ist doch gar nicht. Da kriegen wir jetzt wieder Zuschauerzuschriften, wenn du hier so über das Fleisch ja kratzt. Das muss ich aber. Ja, durch dieses Testen jetzt hier sind ja unterschiedliche Stärken. Also das ist ja ein wenig kleiner, das ist ein wenig größer. Ein wenig, ja. Und dann kannst du jetzt ein wenig spüren, wie weit es ist. Und das zum Beispiel jetzt hier, schau mal, das ist wabbelig. Ja. Das ist also innen drin noch so rot, da würde höchstens Hannibal Lecter zuschlagen. Ja. Ja. Hier. Das ist jetzt schon so ein bisschen englisch und da auch, das ist auch noch so ein bisschen englisch. Also ja, wenn wir das jetzt noch ein bisschen drin lassen, so 10 Minuten, dann haben wir da diesen Medium. Wie habt ihr das genau gemacht? Richtig scharf angebraten? Mhm. Und wie lange von jeder Seite? Ja, schönes Steak. Das lässt sich immer schwierig in Zeit fassen. Halt so lange, bis es ein bisschen die Kruste hat, bis irgendwo Röststoffe halt sich entwickelt haben. Das ist haben, ja immer so die große Schwierigkeit, ne? Ja, man will auch immer zu viel da wissen. Einfach reinlegen, braten, wenn es die Farbe hat, rumdrehen, rausnehmen. So rausnehmen und dann in den Ofen. Ja, 100 Grad habe ich jetzt Umluft. Mhm. Man könnte auch ein bisschen weiter runtergehen, aber dann müssten wir die Sendung verlängern. Ne? Der Lichter ist wirklich für dich ein angebratenes Carpaccio. Ja, ja. Aber zu Hannibal Lecter fiel mir was ein. Was? Ja, seitdem mit dem gibt, hat ja Studentenfutter eine ganz neue Bedeutung. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, wie geht's den Tapas? Muy bien. Muy bien? Sí, sí, sí. Du machst ja verschiedenste Tapas. Was ist das fertig? Hier sehe, guck mal. In der Pfanne, das sieht unglaublich gut aus. Vielleicht können wir da mal ganz kurz draufschwenken. Einfach damit Ihnen genauso das Wasser im Mund zusammenläuft wie uns auch. Mm. Gambas al ajo, ganz einfach, so richtig ein Klassiker. Ich gebe da nochmal so einen Hüpfschwung dazu. Also ganz wichtig ist, dass dein Olivenöl ordentlich Chili dazu kommt. Ne? Und zwar die getrocknete Version, also die ist noch ein bisschen schärfer. Und die gibt dem Olivenöl, was wir erst so langsam erhitzen. Knoblauch dazugeben, das ist der Ajo. Und dann, wenn das ganze Aroma in dem Öl drin ist, die Biester dazugeben, 3 Minuten. Und das reicht auch schon. Ein bisschen Fleur de Sel und ein bisschen Perchil, den hier dazu, Petersilie und das war's. Die sehen auch schon gut aus. Ja, sind nicht ganz so rund geworden, aber das muss auch nicht. So, also die Albondigas. Und dann machen wir jetzt hier noch das letzte quasi, das ist nämlich dieses Bamamboli. Du reibst das jetzt mit Knoblauch ein. Richtig, erstmal mit Knoblauch. Ja. Und jetzt machen wir folgendes, jetzt habe ich hier wunderschöne... Darf ich mal fragen, wie du das wieder runterkriegst von deinen Fingern, diesen Knoblauchgeschmack, Gestank? Ich liebe Knoblauch. Ja. Ne, wirklich. Ne, ja. Das stört mich überhaupt nicht. Darf ich mal riechen? Aber ich würde, damit du ihren Geschmack von den Fingern runterkriegst, auch einen Fischgeschmack, ganz einfach ein bisschen frischen Zitronensaft drauf und dann die Hände so waschen. Ja. Kriegst du alles weg. Ja, das reicht. So, aber jetzt mal zum Gucken, wie die das machen. Die legen nämlich nicht die Tomate drauf, sondern die drücken das Fleisch der Tomate, also den ganzen Saft, das ganze Aroma, drücken die hier rein. Also was heißt die? Das habe ich nämlich in Mallorca habe ich das kennengelernt. Ja. Und dann alles, was noch dazu kommt, ist ein bisschen gutes Olivenöl. Auch so ein paar Tropfen dazugeben. Also ganz einfache Nummer. Ganz einfache Nummer. Und am Schluss noch ein bisschen... Probier Salz und ich darf das erst probieren. Ehrlich? Es ist sowas Leckeres. Du kannst natürlich draufgeben, was du magst, aber das ist an sich einfach schon... Ne? Mmh. Hey, viva España! Ne? Es, sowas Tolles. Sehr salzig. Sehr salzig. Ja, war ein bisschen viel Salz dran, das ging zu. Deswegen habe ich es auch mal hier gegeben und nicht irgendwie netten Damen hier. Der geneigten Kundschaft. Aber es ist... Das ist eine ganz feine Sache. Ja, ist toll. Ne? So, jetzt kann ich hier meine Tapas schon anrichten. Stimmt es, dass du mal in Mexiko gekocht hast? In Mexiko habe ich gekocht, richtig. Wo? Wie ein Wilder. In der Karibik und das heißt Cancun. Oh, in Cancun? Also in Cancun, genau. Mhm. Also Yucatan, die Halbinsel Yucatan. Mhm. Da habe ich es wild getrieben, viele Fiestas gemacht. Ne? Ja. Und war da auch Alkohol im Spiel? Ja, ein bisschen. Tequila heißt es da, ja, nicht viel, aber klar, das gehört natürlich dazu. Aber ich war auch, und jetzt kommen wir nämlich zu der Nummer, das muss ich jetzt unbedingt noch zeigen, ich war auch schon da, wo dieser tolle Schinken herkommt. Nämlich jetzt kurz mal aufschneiden, genau, euch mal zeigen, wie das funktioniert. Wie man richtig Schinken anschneidet. Richtig, genau. Ich nehme das mal vor, das gute Stück. Und dazu, dass Sie jetzt auch sehen, dass ich wirklich, oh, Lea, das war gerade mein Platz. Das ist nicht richtig schwer. Also was wir hier haben, sind ungefähr, ich denke, 450 Euro.
das Ding hier. Richtig der teure, der tolle Pata Negra. Also für dich scheuen wir weder fremde Kosten noch Mühen. Ja, das finde ich, großartig. Ja. So, jetzt brauchen wir ein richtig scharfes Messer, weil das, muss hauchdünn geschnitten werden. Folgendes dazu, also wir haben schon gehört, also Sierra, der Schinken, der kommt aus der Extremadura. Das ist in Spanien im Inland. Und wir können auch mal kurz ein Bild zeigen. Ich war schon mit Schweinchen, die Schweine, die diesen tollen Schinken produzieren. Das sind die sogenannten Cerdo Iberico. Also es ist eine dunkle Rasse. Ja. Oh. Und da sitze ich auch schon mit, wie man sieht, mit roter Kappe, sitze ich bei diesen Schweinchen. Oh, da, dabei. Warst du aber sehr verträumt unterwegs, möchte ich mal sagen. Nee, ich war da immer ein bisschen so auf Hektik, weil die Schweine waren immer um mich rum. Ne? Und wollten natürlich auch ein bisschen Studi probieren. Ne? Und ich so, kommt mir nicht zu nah. Okay. Und dann gibt es auch ein Nachherbild. Also nachdem dann die Schweinchen... Ja. Also bei mir ist es auch ein Vorherbild, weil das war vor 10 Jahren, glaube ich. Ja, das kann ja erst 2 Jahre her sein. Da hängt also der Himmel voller Geigen, sagt man, und da hängt er wirklich voller Schinken. Der wird dann 12 bis 38 Monate wird der getrocknet und dann muss er wirklich hauchdünn geschnitten werden. Und jetzt darfst du auch mal probieren. Man lässt sich den so in den Mund bitte rein. Soll ich das machen? Bitte. So, bitteschön. Und jetzt Mund auf. Nein! Mensch! Melzer! Hat er geil aus. Und ich verträume die Augen zu. Ne? Und Tim, wie war? Ich liebe Schinken. Ich kann mich da wirklich mit dem Arsch reinsetzen. Das ist so lecker. Ja, das ist wirklich toll. So, wir machen noch einen zweiten Versuch. Ja, bitte. Ne? Also. Er schleicht sich schon wieder an von hinten. Ich will nur gucken. Ich will nur gucken. Lothar ist auch noch. Nein, ich Mehl? Nicht zu. Mehl. Hat hier einer Mehl dabei? Haben wir Mehl schon schnell, das ist er wieder. Ja. Ey. Wir kriegen auch gleich. Horst, wie geht's? Was kriege ich denn von dir? Ja. Was hast du da schön gemacht? Das hier? Was machst du da schön? Machst du Japonais? Ich weiß nicht, was ich mache. Lothar hat gesagt, rühr. Lothar, du machst es aber mit viel was Liebe. Was macht der Herr Lichter? Was ist das denn hier? Ich habe zweimal gefragt, aber er sagt es nicht. Ja, machst du selber nachgucken, wa? Also, er macht die Masse für meinen Kuchen. Kopf nach hinten. Kopf nach hinten, Mund auf. Ah, oh. Aua, nicht den Finger bei. Boah. Ne? Was machen wir hier? Das ist die Füllung für den Nussmandelkuchen. Nussmandelkuchen, ah, okay. Pinienkernmandel. Ja. Ja, genau. Also ich weiß, das ist Eischnee. Das ist Eischnee und Eigelb aufgeschlagen ist mit diesem leckeren mallorquinischen Schnaps. Mhm. Der ist wirklich lecker. Welchen hast du? Hallo. Ah, nicht sagen die Marke. Ja, ich glaube, das ist irgendwie keine Marke, oder? Das ist eine Marke? Ist wurscht. Es ist auf jeden Fall Schnaps. Es ist Likör. Und das können wir jetzt, glaube ich, einfach noch in den Kühlschrank stellen. Weil das, ja? Glaube, ja? Habe ich fertig gehört. Hast du gut gemacht. Danke, Lothar. Peter, du bist Fleischer, Gelernter, haben wir eben gehört. Mach ruhig weiter, nicht so erschrecken. Wollte ich nicht dumm von der Seite anquatschen. Aber eine Frage hätte ich. Bitte. Wir haben eben gehört, Fleisch, Herstellung von Fleisch, Schinken etc. Ja. Wir lesen immer wieder, Fleisch muss gut abgehangen sein. Ja. Warum? Also der gesunde Hausverstand sagt mir, ich hänge das da irgendwo hin und dann kommen die ganzen kleinen Viecher und machen Bakteriensalat daraus. Nee, um Gottes Willen. Das ist das Problem. Und grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, zur Fleischreifung brauche ich erstmal ein Stück Fleisch, lebend, das stirbt. Und dann glaubt der Organismus halt, er will weiterleben. Und dadurch verschieben sich halt die ganzen Muskelfasern ineinander und ergeben dann dieses steif werden, fest werden. Ah, okay. So, und dann brauche ich Enzyme, die dann praktisch diese Verbindung, die sich ineinander verschoben wieder lösen. Und das braucht seine Zeit. Im Schweinefleischbereich halt dementsprechend kürzer. Ja. Und Rindfleisch aufgrund von der Struktur und von den Fasern her dementsprechend länger. Mhm. Heißt also zwischen 14 Tagen, 18, 20 Tagen, je nachdem welches Teilstück. Wird das im Rindfleisch? Ja. Man kann es naturreifen lassen, man kann es vakuumreifen lassen. Erzähl ruhig weiter. Und kann es dann irgendwann auch servieren? Dann irgendwann auch wieder servieren. Tupfer? Bitte. Tupfer. Bitte. Wir sind doch gut von unseren Gästen. Das ist ja nicht, die ist warm, ne? Na ja. Dankeschön. Kochen ist eine heiße Sache. Ja. Ich habe in der Vorbereitung einen Satz von dir gelesen, in dem du sagst, Fleisch wird auch häufig zu früh verkauft, wird zu früh in den Handel gebracht. Stimmt das? Also wenn es dann eben offensichtlich noch nicht richtig abgehangen ist. Ja, also gerade im Bereich Rindfleisch sollte man dem Fleisch wirklich die Zeit geben, dass es vernünftig reift, um halt wirklich dieses
was wir so gern haben, ein zartes Rumsteak, ein Filetsteak, was dann halt dementsprechend butterzart ist. Und das braucht einfach seine Zeit. Wie lange braucht das, bis es richtig gut ist? Also mindestens im Rindfleischbereich würde ich sagen, mindestens 14 Tage, 16 Tage, 18 Tage. Länger? 18. Länger. Ja. Also früher, weißt du, also finde ich, also wenn es wirklich zart sein soll, locker 4 Wochen. Also so handelsüblich ist, glaube ich, 21 Tage, 4 Wochen. Und die richtigen Kenner machen es auch mal gern 6 Wochen. Ich habe im Restaurant gearbeitet, da haben wir Fleisch so lange hängen lassen, bis es vom Haken gefallen ist. Und das ist ja eigentlich, das ist kein Blödsinn, das ist wirklich, dann war der perfekte Reifegrad erreicht. Eigentlich ist ja, und das ist so unschön, ist es ja nichts anderes als Verwesung, was da stattfindet. Genau. Man kennt das ja von CSI, Leichenstarre und sonstiges irgendwie, dann sind sie noch bockehart. So kann man sich das vorstellen, auch beim Stück Fleisch. Wenn Fleisch nicht wirklich gereift wird, dann ist es praktisch sozusagen noch in der Leichenstarre. Und dann fängt es so langsam an zu verwesen und dadurch wird eben dieses Fleisch wieder wunderbar mürbe und zart. CSI Hamburg City. Ja, ein Wahnsinn. So, Lea. Ja? Du bist fast so weit, ne? Mhm. Du bist schon fast so weit. Ich müsste uns mal kurz daraus. Meine wären dunkel. Sag mal, Lichter? Ja? Ach, sie schneiden für unsere Gäste. Ein bisschen Schinken ab. Das ist Privatarbeit hier. Ja. Das wird hier nicht bezahlt. Geht los. Nee, du brauchst noch ein Momentchen. Ja, ich brauch noch eine große. Was brauchst du? Eine Passette. Eine Passette? Ja. Organisieren wir gleich. Eine Passette kriegen wir woher. Also hier kannst du losgehen. Oh. Listo, Calisto. Hier? Hat hier schon wieder einer Piccolöchen ausgegeben? Ja. Du kannst das so schön. Schon wieder, ja. Na, wir hatten. Na, ist egal. Ich schneide dir den kaputt sonst. So. Also, pass auf. Du bist fertig, ne, Andreas? Ja. Das war ein bisschen dick. So, alle probieren, genau. Alle probieren. Mein lieber Markus, du könntest schon mal mir einen Gefallen tun und da die Gläser, wir sind 6 Leute heute. 7. Mit Sherry. 7. So, guck mal. Sherry, Lady, genau. Fino. Sehr gut. Fino. So, wie viel? Für alle einfach aber so einen schönen. So ein kleines Schlückskin? Ja, so ein schönes kleines. Franz Müntefering würde sagen, ein Schlückskin. Ein Schlückskin geht immer. So, jetzt versuchen wir das. So, bitteschön. Wieder gerade. Otto hat mir jetzt eine schöne Delle reingeritzt hier. Na gut. So, der muss wirklich auch dünn sein. Lothar, Peter, kommt hier auch mal ran, bitte. Zeitung durchlesen können. Wir sind soweit mit den Tapas. Tapas con Jerez. Naja. Der ist toll, ne? Der ist toll, der Schinken. Und jetzt machen wir so kleine. Aber falls von dem Schinken was übrig bleibt, könnte ich den Rest mitnehmen. Ja. Einpacken. Da sind, glaube ich, schon 3 nachgefragt, ob sie auch mitnehmen dürfen. So. Der Schinken ist ein Traum, ne? Ja, stell dir mal vor, du sitzt mit dem Schinken im Flieger, hast ihn um den Schoß und schneidest dir ab und zu ein Scheibchen, ne? So, also da, aquí. Was ab? Das ist Cinemos. Vino de Jerez. Alexander? Ja. Bitte schön. Moment. Ja, danke schön. Don Horst. Mucho gusto. Ja, wo ist meine Prinzessin? Hier ist Donna Lea. Donna Lea. Gracias. Gracias. Alexander? Jerry, ja. Meine Lieben, salut. Salut. Mutter, wir bräuchten dich auch. Schau mal, Oberende jetzt. Tschüsschen, ne? 180. Bitte schön. Okay. Genfer. Prost. Ich bin noch eins für mich. Haben wir noch ein Gläschen? Prost, ne? Ich mach mir hier was rein. Meine Lieben. Ich finde so gut, dass du auch nicht hast. Nee. Aber du musst vorher Schinken essen, vor dem Sherry. Vor dem Sherry brauchst du ein bisschen Schinken. So, oh, komm mal. Schinken kommt gut weg heute. Ich würde das so machen. Also eben Albondigas, hier die Fleischbällchen, auch mit ein bisschen Sherry abgeschmeckt. Ja. Und dann haben wir die Gambas Alajo. Also ganz einfach, schön ein bisschen scharf mit den getrockneten Chilis. Wie heißen die Alajo? Gambas Alajo. Johann Alajo. Also, Garnelen mit, Knoblauch. Und dann den Serrano-Schinken, haben wir jetzt drüber gesprochen. Und die Bamamboli. Da kann vielleicht Tim noch was dazu sagen. Die könnten ein bisschen knusprig sein wohl. Ne? Aber die Pamamboli, die kennst du auch aus Mallorca. Ne? Also quasi die essen das den ganzen Tag. Fein, ne? Also die nehmen ja, das ist die einzige Kritik, die ich jetzt hätte an den Pamamboli. Dass normalerweise die Mallorquiner haben, so, oder überhaupt die Spanier, die alten Urvölker in Anführungszeichen, haben früher mal gebacken. Mhm. Einmal die Woche. Und das heißt, sie haben da kein Salz in das Brot reingemacht, weil Salz ja praktisch hydroskopisch wirkt. Und dadurch wurde das Brot dann immer weich und latschig. Das heißt, sie backen das Brot ohne Salz. Und das ist so ein bestimmtes Sauerteigbrot, was dort serviert wird. Und das gehört eigentlich zu diesem Pamamboli. Das machst du nicht mit Weißbrot, sondern wirklich so ein Sauerteig, so ein Graubrot-ähnliches Ding, ohne
ohne Salz. Mhm. Schön einreiben vorher, ganz leicht rösten, ohne Öl. Ja. Dann einreiben, Öl, Knoblauch drüber, ein bisschen mehr Salz, Olivenöl. Und dann ist es richtig eine Bombe. Das ist auch lecker, das ist jetzt überhaupt, aber es ist halt Weißbrot. Nee, ist halt Weißbrot, das was man hier so kauft. Aber ich wollte gerade sagen, irgendwie so, das so ein Tapas-Teller. Wir machen auf Mallorca hin und wieder, wir haben Freunde, Steffi und Bernardo, sie ist Deutsche, er ist Mallorquiner. Und wir machen so alle 3 Monate einen Wettbewerb mit den mallorquinischen Freunden, Pincho Perfecto. Das heißt, du musst da sowas wie ähnlich wie das perfekte Dinner, bloß eben im privaten Kreise. Das geht darum, die beste Tapas zu machen. Und das ist irre, wie kreativ wirklich die Spanier da sind, was die Zusammenstellung von Tapas angeht. Da habe ich ganz. Ich habe zwar den ersten Wettbewerb gewonnen, das möchte ich hier noch an dieser Stelle nochmal erwähnen. Gerechtfertigterweise. Aber eine dicke Scheibe. Wurde daraufhin auch disqualifiziert für die nächsten Runden. Also ich darf eigentlich nicht mehr mitmachen. Also als solches darf höchstens noch Jurymitglied sein. Aber das macht wirklich Spaß. Also gerade Tapas in der Vorbereitung kann ich nur empfehlen. Jeder zu Hause laden sich 10 Leute ein. Jeder macht nur einen Tapper. Ja. Ein ganz kleines Ding. Also ich sag mal, eine Frikadelle ist ein Tapper als solches. Und schon hat man 10-gängiges Menü. Das ist wirklich eine tolle Sache. Sag mal. Alexander, ich muss sagen, deine Meinung? Hast du schon probiert die Tapas? Ja, nee. Ich bin da. Nein. Lea, schon probiert die Tapas? Ja. Wir hören. Also, ich stehe dazu. Wir machen zusammen unsere Tapas-Bar. Ja, gut. Okay. Ich bin dabei. Die Idee steht. Cool. Das ist wunderbar. Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so voll mein Ding. Weißt du, Frikadellchen, ne? Ein paar Schrimps dabei, ne? Bisschen Brot mit Tomate drauf gequetscht, ne? Das ist geil, ne? Ist aber dass das da Tapas heißt, wusste ich gar nicht. Bei uns war das immer nur Buffet. Ne? Ja, sehr lecker. Also jetzt ganz ohne, und die Garnelen finde ich sehr, sehr lecker, weil da ist so viel Knoblauch drin, ne? Da bist du sehr lange einsam. Aber richtig lecker. Sehr lecker. Also in dem Sinne, ich sage Salut, ne? Also. Salut, amigos. Also, ne? Tapas in 4 verschiedenen Variationen. Prost, Horst. Von Andreas C. Schuder. Lea. Ja? Wie weit bist du mit deinen Tapas? Ich will noch was sagen zu ihm. Ja. Also die Tapas finde ich ganz toll. Und was ich schön finde, ist das aufgeweichte Brot in diesen Schweinefrikadellen. Die machen diese schön Rinder, Rinder. Rinder, pardon. Aber was ich nicht mehr mag, sind diese Garnelen. Ich weiß, diese Zuchtgarnelen. Ich finde die in der Zwischenzeit total überzüchtet. Die sind ja schon gar im rohen Zustand. Und ich mag das nicht mehr. Ja. Und wenn du ein Ding zu dir nimmst, brauchst du dich auch nie wieder um Antibiotika zu kümmern. Ja, dann bist du, dann kommst du hin für die nächsten 5 Jahre mit einer, glaube ich. Ja. Und hierzu möchte ich aber etwas sagen. Also, ihr habt alles so wunderbar erklärt und so schön. Aber wenn ein Spanier diesen Schinken da sieht, dann werden wir alle beim Lebendigen, also bei Lebendig da gepeinigt, glaube ich. Ja. Denn das da, das könnt ihr, also in Spanien gibt es... Die Delle kann man nochmal aussimulieren. Die darf überhaupt... Horst, magst du noch ein Stück? Ja. Und ich finde auch, der Schinken ist wunderbar, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag lieber den, der dunkler ist und mehr durchwachsen. Ja. Also der hat noch mehr... Der ist richtig gut. Ganz hauchdünn. Ja, richtig hauchdünn, damit man durchschauen kann. Ja. Ja. Alexander Herrmann spielt Kreuzworträtsel. Ja. Ist dir langweilig? Das ist toll. Was machst du da? Also es ist so, dass der Horst und ich, wir haben uns da drüben getroffen beim Kartoffelschneiden und Tomatenhaut abziehen. Ja, ja. Und haben uns gedacht, fühlst du dich auch einsam? Irgendwie ist er auch... Die tauscht Nummern aus. Peter ist wahnsinnig gut dabei. Hier auch, also Lothar. Keiner braucht Hilfe und haben uns gedacht, nehmen wir ein wenig Schinken. Ein bisschen Käse. Ein bisschen Käse, ein Bier. So, und was hat das mit diesen Zahlen da auf sich? Wir spielen Schiffe versenken. Ja, das ist... Ich komme später noch mal. Ich finde aber, lieber Lothar, lieber Peter, das ist ein Kompliment an eure Arbeit. Ja? Wenn die beiden Herrschaften hier Schiffe versenken spielen, dann habt ihr eure Sache gut gemacht. Tim, das ist auch eine schöne Nummer in deiner Show, ne? C4? Tomatenquetsch-Quatsch-Soße. Früher mit den Kindern, ja, da allerdings im rohen Zustand. Das ist wirklich eine sensationelle Tomatensoße. Die ist mir, glaube ich, eingefallen und ich habe die irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, jetzt meine. Und zwar sind es einfach nur Tomaten halbiert. Die habe ich auf ein gezuckertes und gesalzenes Blech gelegt. Dann wirklich bei der Grillfunktion in den Ofen reingeschoben, so dass die Haut verbrennt. Dann kannst du die Haut ganz leicht ablösen. Dann die Grillfunktion aus, den Ofen noch ein bisschen, ich sag mal, 180 Grad. Ja. Thymian, Rosmarin, Knoblauch,
dazu und jetzt das Ganze noch weich kochen, mit der Gabel zerdrücken. Das ist jetzt schon, da entsteht langsam so eine schöne sämige Soße. Und diese, durch dieses Ofenbacken, ja, wir kennen das alle, dass unsere Tomaten, die wir hier kaufen, immer so ein bisschen latschig schmecken oder genau, meistens latschig schmecken. Durch diese Zubereitung im Ofen werden die halt so ganz langsam weich gekocht und entwickeln dabei so eine richtig schöne fruchtige Süße. Die beiden sind. Die sind doch nicht ganz dicht hier. Freunde! Können wir das mal bitte fürs Protokoll festhalten, dass Don Hermann und Don Lichter den Unterricht stören, bitte? Ja, ich finde es ganz schön. Wir sind versenkt. Ja. So, und jetzt einfach halt das Ganze nur zu so einem leichten Mousse. Ich habe in den Vorbereitungen gelesen, Tim, dass alles Pürierte eigentlich in der traditionellen spanischen Küche keine Rolle spielt, sondern in der spanischen Küche kannst du eigentlich zu jedem, sagen wir mal, zu jedem Zeitpunkt, in jedem Stadium sagen, okay, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Ja, das stimmt ja nicht ganz. Es gibt ja hier diese, wie heißen diese kleinen Kroketten? Ja. Wie heißen die nochmal? Ist mir gerade entfallen. Wie heißen die? Die Kroketten. Ja, wie heißen die denn? Halt Kroketten. Das ist auch einfach nur Kartoffelpüree, das wird dann noch gebacken. Also schon ein paar pürierte Sachen gibt es schon. Okay. Aber generell hast du schon recht. Ist so, ne? Generell die Lebensmittel weitestgehend. Ja. Also es ist auch faszinierend zu lernen. Also ich bin neulich mal essen gewesen und habe dann einen Kalamar gegessen. Das ist so diese Tube, die wir sonst vom Griechen kennen, so paniert als Gummireifen. Ja. Und ich kenne das, kenn das halt wirklich, dass mir das Ding komplett putzen, die Haut abnehmen, das Innere rausholen, den Plastikstift da rausholen, die Augen, die Zähne, also was die auch noch haben, alles rausholen. Und die, entweder sind sie faul oder genial, hauen das Ding einfach im Gesamten, also komplett, ohne es auch nur ansatzweise zu putzen, in die Pfanne, mit der Tinte, mit den Innereien des Tinten, also des Kalamars. Ja. Grillen das Ganze, alles komplett. Grillen das Ganze, halten die das hin, ziehen nur diesen Plastiknuckel raus, schneiden das Gebiss raus, was relativ einfach ist, und dann wird das Ganze zerstückelt. Ein bisschen Olivenöl, Zitronensaft dazu, und das ist ein Geschmack, der ist so abartig gut. Also das tat mir um jeden Tintenfisch leid, den ich vorher gegessen habe, weil es wirklich, das ist so sensationell. Es sieht grauenhaft aus, grauenhaft, ja, wirklich schlimm, aber schmeckt fantastisch. Ja. Super. Okay. Lea richtet an. Oh. Jetzt verstehe ich, was du meinst, wenn du sagst, ich mache mit dem Herrn Studer diese kleine Tapas-Bar. Ja, hier. Irgendwo in Südamerika, an diesem kleinen, verträumten Strand. Wo keiner was kennt, meinst du? Ja. Ja, wo man auch mal. Also hier sind meine Muscheln. Und da habe ich jetzt hier so ein die Vinaigrette. Ja. Das sind grüne Oliven. Du hast hier drin grüne Oliven. Ja, Staudensellerie. Petersilie. Ja. Eier. Ja. Und rote Paprika. Und dann alles fein gehackt, natürlich. Mhm. Und dann Essig, Salz. Ja. Öl und Pfeffer. Voilà. Kein Balsamico, ne? Nein. Den du ja gar nicht mehr so gerne magst. Also ja, überall ist Balsamico, das ist nicht nötig. Ja, und ist manchmal ein bisschen nur eine klebrige Geschichte. Es riecht so lecker darin. Ja. Ne? Ja. Schmeckt's gut? Ich habe natürlich, vorhin habe ich gesagt, hier vom ganz Schinken. Fein. Aber wenn man solche spanische Spezialitäten hat, dann bin ich immer froh, wenn kein echter Spanier dabei ist. Na. Der könnte ja sagen, aber ich glaube es. Der Herr Studer ist zumindest ein gefühlter Spanier. Das haben wir heute Abend gelernt. Ja, vom Gefühl her ist ganz weit vorne. Ja. Probier das mal. Ich mache dir mal ein bisschen Pfeffer drauf, dann tut es dir noch besser. So, du sagst, wenn du fertig bist, dann fangen wir das einmal richtig schön ein. Stell mal hin. Ja. Damit wir das einmal wirklich würdigen können. Ups. So, und wir, voilà. Siehst du den Reflex? Ja, auf der Flucht. Ja. So, und wir sehen hier. Un applauso, por favor. So. Die ist hier auch schon. Was war das? Weißt du noch? Das ist diese Post. Ich muss den Namen dieses Gerichtes mal vorlesen. Konntest du dir den Namen merken? Ja, also weißt du, wie das heißt, was du da gekocht hast? Ja, das sind diese Tostadas. Die Almejones. A la flamenca. Sí. Ah. So, und a la flamenca ist halt so, die sind kalt, die werden kalt serviert, die kannst du schön morgens fertig machen, abends servieren. Morgens zu dem Zeitpunkt, an dem Herr Lichter sein Sahnetörtchen genießt? Ja, zum Beispiel. Okay. Während er sein Törtchen isst. Also die Muscheln kalt. Ja. Ja. Und dann dazu so einen Toast. Alexander, komm dir mal ran, mal probieren, Tim. Na? Also ich war neulich bei diesem Spanier Ferran-Essen, der diese Molekularküche macht. Ne? Ja. Das ist ja so derzeitig der beste Koch der Welt. Ich habe 37 Gänge gegessen.
37 Gänge. Ja, aber die waren so groß, die passen in eine Muschel. Die passen ja wirklich in eine Muschel. Das ist auf der Größenordnung. Und ich muss sagen, nicht ein einziger Gang von diesen 37 Köchen, und er wird seit 5 Jahren als der beste Koch der Welt gehandelt, war ansatzweise so gut wie das. Das schmeckt wirklich geil. Oh. Das ist lecker. Das schmeckt wirklich geil. Das ist so... Das ist wirklich gut. Ja, richtig absolut gut. Ja, das ist einfach, das ist pur, das ist sauber. Und ich habe mal gesagt, ich habe manchmal ärgert es mich, dass ich nicht keine Frau bin, weil da ist in diesem Gericht an sich selten, ganz selten ärgert mich das. Ganz selten. Weil da ist schon wieder so eine, das ist so pur, das ist schon wieder so klar, das ist, also, man schmeckt einfach, dass eine Frau gekocht hat, das ist gut. Weil Frauen grundsätzlich einfacher kochen? Im Sinne von, die sind nicht so, ich glaube immer, dass wir Männer, wir neigen dazu, alles ein Ticken zu überwürzen. Zu überladen. Zu überladen, und das ist dahin nicht vorhanden, das ist schon wieder, das sieht man auch, wenn die Olle Poletto da ist, wenn die kocht, das ist wirklich so, wo du denkst, Olle Poletto? Ja. Ja, also die Cornelia Poletto, Cornelia, diese Spitzenköchin. Spitzname ist ein Kompliment. Wenn er sagt, Olle, meint er nett. Das ist die Kurzform von Cornelia. Ich übersetze das. Es gibt Deutschlehrer und es gibt Tim Melzer Deutsch. Das sind nochmal zwei. Ich meine, das ist sehr positiv. Aber wenn die kocht, die hat eben genau die gleiche Handschrift. Das ist immer so ein bisschen feiner. Ja, also ein bisschen weiblich. Ich bin jetzt sehr froh. Du warst ja da in Spanien, ich noch nicht. Und deswegen bin ich froh, dass du das. Bin ich gespannt auf das Urteil von Don Andrea. Merci. Don Andrea ist muy feliz. Espero que vamos a hacer no puedes vamos a hacer esta cooperación que con la Tapas Bar, tú en la cocina y yo en el... Er will gerade ein Geschäft aufschließen. Machst du mit? Sí, wir machen das. Ja. Wir machen das. Gracias. Ja. Angelico. So. Die Leute sind alle eingeladen. Also die ersten Tapas, die bei uns essen werden, sind gratis, gell? Die kriegt ihr so. Ja. So. Damit wir üben können. Gut, ja, jetzt kommt. Bitte schön. Also ich kann mich bis hierhin eigentlich nur so kurz fassen, dass da vorne vom Andreas Schuder war schon so, dass ich sage, hallo, ich brauche ein Flugticket. Hier würde ich sagen, okay, ich bleibe schon mal ein Jahr. Ich bin gespannt, was mich noch erwartet. Nicht, dass ich noch Spanisch lerne. Das ist sehr geil. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, ach so, das isst man gar nicht mit. Ach so. Sonst super. Alexander? Es ist nicht einfach, in so puristischen Dingen viel Geschmack und vor allem Erlebnis reinzubringen, aber es ist ganz klar, Lea, es ist gelungen auf die beste Art und Weise. Oh, danke schön. Merci. Also. Ich bin sehr gerührt für all die wunderschönen Komplimente. Und wenn du jetzt auch noch was sagst. Ich habe dir schon gesagt, ich fand vorhin schon allein diese Füllung sensationell. Ja. Ich mag das, Lea. Wirklich? Ja, absolut. Da freue ich mich. Ganz, ganz so fein gehackt. Sagen, jetzt gehen wir nach vorne. Wir haben ja gesagt, die ersten sind gratis. Sie sich. Haben Sie Lust? Ja? Die kriegt ihr jetzt, ja? Ja. 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 Wirklich toll. Nee, wirklich toll. Ja. Ganz toll. Ganz toll. So. Aber das könnt ihr ruhig mit der Hand nehmen. So, Alexander, ich habe eben diese Handbewegung gesehen. Ja. Das war so. Peter, seid ihr, durch mit der Nummer? Ja, wir richten jetzt an. Anrichten wird noch. Das, guck dir mal, dieses herrliche Stück Fleisch, das wir vorhin noch im rohen Zustand beobachtet haben. Tim, ha? So, Tim, schneid doch einfach gerade mit auf. Dann machen wir in der Zwischenzeit fertig und dann können wir probieren und dann können wir gleich den Wechsel machen. Was sagst du? Fang einfach an. Okay. Danke. Entschuldigung. Das ist ja hauchzart. Ich finde das Fett, was da drin eingelagert ist. Und ich finde diesen Magerwaren, gerade was Fleisch angeht, kann man sich schenken. Ja, ja. Also das ergibt sich quasi von selbst. Guck mal, du siehst ja, wenn das Fett so schön durchzogen ist, egal wie du es brätst, ob nun roh oder durch oder sonst, es sorgt immer dafür, dass es wirklich butterzart ist. Und jetzt sieht man wirklich, dass es einen schönen rohen Kern hat, eher medium rare. Ja. Und das zergeht auf der Zunge. Das ist wirklich so ein Schweinesushi. Ja, einfach nicht. Also einmal Öl, richtig, ja, Öl, aber, Salz, Pfeffer. Ja, aber Temperatur? Ich sag mal Stufe 8 angebraten. Kurz ein bisschen hier Kruste. Das hört man so ein bisschen beim Anschneiden. Leichte Kruste geschaffen. Und anschließend nochmal so, ich sag mal, 3-4 Minuten von jeder Seite ein bisschen mit Kräutern, ein Stückchen Butter dazu. Und dann nochmal 3 Minuten in den Ofen, weil es ein relativ dickes Stück ist. Okay, 3 Minuten, mehr reicht. Das reicht komplett. Mhm. Jetzt die Kartoffeln dazu. Ja, ja.
Oh, jetzt konkurrieren hier gerade zwei sensationelle Gerichte. Also einmal die kurz gebratene Presa von der Iberico-Schweinschulter. Und dann haben wir hier was? Kann ich ja reintun, weil hier das Rinderfilet mit einer Tomatentapenade gratiniert. Ja. Wobei jetzt noch Rinderfilet mit der gratinierten Tomatentapenade fehlt. Ja. Und einen lauwarmen Kartoffelsalat mit Knoblauch, Oliven, Pesto, Soße. Perfekt. Großartig, das nehmen wir. Probieren wir gleich mal. Tim, du bist schon soweit. Hier könnte probiert werden. Okay, komm. Also pass auf, dann gehen wir jetzt mal zum zweiten Hauptgang. So sieht es also aus. Die kurz gebratene Presa von der Iberico-Schweinschulter, Papas, Arrugadas und gebratene Kapern von und mit Tim Melzer. Das Besondere. Eine Geschichte noch kurz zu den Kartoffeln. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, wie diese Dinger gehen, und ich habe es nicht hingekriegt. Und habe ich hier in Hamburg beim spanischen Restaurant angerufen und habe gesagt, schönen guten Tag, Tim Melzer mein Name, und ich würde die ganz gerne mal ausprobieren. Ja. Und da kam der Koch aus diesem spanischen Restaurant, kam ans Telefon, hat mir erklärt, wie es geht. Und zwar 10 Minuten mit sehr viel, mit einem Viertel der Menge der Kartoffeln, Salz. Nee, nochmal, also wir haben ganz viel Salz, mit viel Salz, ja. Auf jeden Fall Kartoffeln mit ganz viel Salz ankochen, 10 Minuten, ja, abgießen und dann im Ofen praktisch ausdämpfen lassen, sozusagen Ofenkartoffeln draus machen und dann so lange warten, und das war wirklich die Originalworte des spanischen Koches, so lange warten, bis die Kartoffeln aussehen wie der Arsch einer 80-Jährigen. Ist nicht mein Wort. Ja. Nein, hat der Spanier gesagt. Sind Spanier. Gehört den Spaniern gewissermaßen zur Folklore, denke ich mal, ja, oder? Solche, ja, genau. Solche Sprüche. Den, Machos, Temperamento, das kann man sich vorstellen. Ich habe vorhin einen Moment gedacht, die waren schon bei der Entdeckung Amerikas dabei. Die so aussehen, ne? Ich habe jetzt mit Absicht mal kein Salz aus Fleisch raufgetan, damit man wirklich den puren, den echten Geschmack vom Fleisch hat. Also bitte schön. Zu. Und diese tausendjährigen Kartoffeln. Die tausendjährigen Kartoffeln, um die geht es auch. Ja. Die Kapern sind einfach nur gebraten, Tim? Die Kapern einfach nur mitgebraten? Nee, gemehlt und dann in so ein bisschen tieferem Fett ausgebacken. Okay. Mehl? Gewendet? Gemehlt, ganz kurz, das Mehl ab, das überschüssige Mehl abgesiebt und dann im tiefen Fett einfach nur einfallen lassen. Also wenn man sieht, wie dieses Fleisch. Und das kann jeder. Das ist so einfach. Und das ist eben das, was ich immer wieder versuche zu erklären, dass man, wenn man gute Produkte kauft, dann muss man kein Larver sein, um da was Leckeres rausholen. Das geht auch Melzer. Ernsthaft. Stimmt. Das gilt. Nein, ich meine das doch gar nicht, das ist tierisch. Ja, gute Produkte, also die Papas, original. Kann man nicht anders machen. Mein Mucho, genau. Und das hier, das auch wenn Schwein ist, so auf dem Punkt, ist super, oder? Das soll so sein. Ja. Weil das so ein tolles Schwein ist. Ich meine, du musst natürlich aufpassen. Das geht mit der Gabel, ne? Wenn du dich daran gewöhnst, kann natürlich passieren, dass du demnächst einem Schwein beim Laufen in den Hintern reißt. Ne? Ja? Aber die tausendjährigen Kartoffeln sind sehr gut. Oh, Hammer. Das ist aber butterzart. Das Schöne ist, das habe ich nicht gemacht, das macht das Schwein selber. Also da braucht man nichts. Das ist einfach das. Das musst du aber nicht öffentlich sagen. Okay. Sag einfach so, das hast du gemacht. Hab ich gemacht. Man sagt doch sonst immer, Schwein muss durch sein. Komplett, ja. Warum dann hier nicht? Weil dann der Geschmack verloren geht. Und ich finde, der Geschmack sollte. Aber warum sagt man dann umgekehrt, das Schwein muss durch sein? Das ist von früher. Heutzutage musst du das auch nicht. Frag mal den Fleischer. Ja, aber das habe ich mit jedem Schwein machen. Hatte das irgendwas mit. Das liegt sich an Allesfresser. Und ja, deshalb Trichinen im Fleisch tragen. Und die sind erst dann. Das haben Eisbären auch. Zum Beispiel, ja. Ja, das ist so. Auch täglich. Aber also Eisbären gar nicht zu Hause, auch immer durch. Ja, ja. Liebe Grüße. Ja. Du weißt, im Ernst jetzt, in Grönland, wenn die Eisbären erlegen, dann wird der 3, 4, 5 Stunden gekocht. Das ist dann hinterher zäh wie Leder, weil du sonst diese Trichine einfangen kannst. Ja. Ist das nur mal so am Rande. Kommerskirchen sind Eisbären selten. Ja. Insofern. Wir haben auch ganz schön. Sehr geil. Also Tim, ich habe es jetzt auch ohne Salz gegessen, also mal bewusst. Und da kommt wirklich so ein toller Geschmack kommt daraus. Also nichts irgendwie dieses Schweinische und so, was man dann gemeinhin annimmt. Gerade wenn es noch so auf dem Punkt ist, das ist richtig toll. Also ich muss sagen, das ist geschmacklich absolut eine Mega-Eins. Ganz ehrlich, und wovon ich total begeistert bin, ist die Tomatensauce. Die Tomatensauce, ne? Also ganz ehrlich,
Weil wenn der Tim sagt, er hat das Schwein nicht selber gemacht, da glaube ich ihm ja auch. Aber die Tomatensoße hast du gemacht und die ist absolut der Mega-Knaller in Verbindung mit dem Fleisch. Und das habe ich früher noch nie gesehen. Weißt du, die Tomaten im Backofen, die Haut komplett schwarz werden lassen. Mhm. Dann mit dem Olivenöl, mit den. Was hast du alles reingetan, Alter? Das war so geil. Boah. Ein paar Kräuter, ein bisschen Salz, Zucker, Pfeffer, fertig. Mhm. Und dann gematscht, also so klasse. Aber Horst, das ist nur deshalb so gut gelungen, weil du die Tomaten enthäutet hast. Stimmt! Ja. Also, lecker. Tim, Riesenkompliment. Großartig. Sehr geil. Also ich muss sagen, das ist das Beste. Also ich habe auch in diese Molekularküche in Spanien gegessen. Und weißt du, am Anfang, wir haben ja gar nichts verstanden und ich wollte mich schon ins Meer schmeißen. Gell? Ja, ich habe immer gesagt, darf ich mich jetzt ins Meer schmeißen? Da haben die gesagt, nein, Sie bleiben noch sitzen. Und dann, ja. Und dann kam der Hammer, war das Schweinefleisch. Da habe ich gedacht, oh, da kennen die sich ja aus. Das sind, die haben ja Schweinefleisch, wo wir nicht mal wissen, dass es das gibt. Und das war so schlecht gegart, dass ich richtig froh war, weil ich ja kein Verwender, ich bin ja kein Verfechter von dieser Molekularküche. Und da muss ich sagen, was der Herrgott so macht, das ist echt gut. Und du weißt das richtig mit Hochachtung zu darzubringen. Mach ruhig weiter, es gefällt mir. Ja, ja. Danke. Du warst ja vorhin ein bisschen heftig mit mir, gell? Also, ja, im Positiven. Ja, gut, heftig, gut, gell? Gut, ich war schon anders. Hat sich ja gelohnt. Ja, aber ich hätte es auch sagen müssen. Auch ohne das. Ja. Die Vorlage. Großartig, sehr schön. Danke. Also, danke. Zweiter Hauptgang rundum gelungen, würde ich sagen. Geil. Was macht der erste Hauptgang? Vom Schwein zum Rind. Genau. Ist schon angerichtet. Also, man sieht hier quasi noch den Rohzustand, das gratinierte Rind. Gradiert. Hier aufgeschnitten für uns zum Probieren und hier auf dem Teller fertig angerichtet mit dem Pesto-Kartoffelsalat von Peter und der Soße. Bitteschön, also es wäre zum Verkösten. Okay, wie heißt das jetzt? Rind, auf Spanisch. Wir machen spanische Sendung. Hasta luego heißt das auf Spanisch. Das ist ein Künstlername, das ist ein Künstlergericht. Hier ist mal Besteck. Oh. Bueno appetito, hau dich weg. Oh. Boy. Kreation von Peter Kiesewetter, ne? Küchenschlachtgewinner. Und darauf weisen wir gerne noch mal hin. Ja, genau. Da an der Stelle. Genau. Peter, dir ist schon wieder warm, ne? Ist immer warm. Ja, ja, das möchte ich nicht sagen, aber das Fleisch ist so gut. Aber da müsste doch der Job im Kühlhaus eigentlich ganz schön gewesen sein. Angenehm. Ja, angenehm, ja. Bei 7 Grad oder 3 Grad ist schon angenehme Arbeit. 7, 3 Grad sind, ne? Also im Kühlraum zwischen 0 und 3 Grad. Hier im Studio ist mollig warm. Gefällt dir, schmeckt dir, was du da gemacht hast? Ja, also... Bist du zufrieden? So erstmal hören, was, ja, die, gespannt, was die Herrschaften die aus sagen. Der Sterneküche so dazu zu sagen haben. Ich wusste, dass ich nichts sagen darf. Der war gut. Der war gut. Der Pesto-Kartoffelsalat. Ja, ich möchte jetzt aber hören, du bist aber ein echter Genießer, Horst. Du brauchst gar nicht. Guck, was denkst du jetzt? Also ich muss sagen, das, Kartoffelsalätchen, muss ich sagen, das schmeckt mir ganz lecker. Das Rind ist sowas von zart. Mhm. Wie soll ich sagen, das ist so, wie man sich das vorstellt, bevor du das erste Mal tatsächlich da tust, was man möchte. Sehr lecker. Nein, ich finde es auch eine. Nein, das Rind vielleicht ist butterzart, ganz ehrlich. Kartoffelsalat ist für mich, ohne dass das jetzt falsch verstanden wird, sehr interessant, weil ich bin so ein Liebhaber von Kartoffelsalat und ich mag am liebsten so einen warmen Kartoffelsalat mit Speck und Zwiebelchen und Jürgchen drin und dann so ein Bärsch, ja, vielleicht noch mal mit Mayonnaise, mit Pesto ist was ganz Neues, ne? Ah. Kann man? Ja. Also für mich ist der Kartoffelsalat, wie du sagst, sehr interessant. Ich würde ein bisschen Zitronensaft dazu tun, ehrlich jetzt. Ein kleines bisschen Säure, damit der Pesto noch besser rauskommt. Dann kannst du den Basilikum noch besser schmecken. Und das Rinderfilet hier finde ich auch wunderschön. Ich sage ihm aber jetzt ehrlich, so geschnitten finde ich es toll. Aber hier, die Farbe hat uns ein bisschen erschreckt. Da müsste etwas drauf, ein Blatt Basilikum und schon ist das verschwunden. Dann kannst du es nicht mehr sehen. Aber es schmeckt toll. Aber spielt die Farbe, das häufig eine Rolle, Tarnung auch beim Essen? Ja, klar. Ja, klar. Tim, wie findest du es? Aber toll, es schmeckt toll. Aber die Optik ist besser geschnitten so als so. Ja, weil so ist die Optik so, dass ich denke, Mensch, früher war Schimmel immer noch ein Pferd, weißt du?
Nein, aber sehr geil. Ich habe dem Ganzen eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Also eben, also auch spannend, dass man es so lösen kann. Ja. Und vor allem, und das ist das Wichtigste für mich überhaupt, er ist kein Profi, sondern er ist ein Küchenschlachtgewinner. Und deswegen ist er auch von der Größe her, er ist der Größte. Wirklich großartig. Ja, ganz toll. Natürlich tolle Assistenz. Ne? Ja, klar. Aber wirklich. So ist ganz neu. Ein Basilikumblatt. Also ich kann mich dem eigentlich anschließen. Einzige, was ich sage, braucht die Kruste nicht. Also das ist so, mach's noch einfacher, mach's noch straighter, weil du hast sehr viel Geschmack in dem Kartoffelsalat, du hast ein wunderbares Stück Fleisch, wozu dann noch einen oben drauf setzen. Also das ist so, wo ich sage, mach's dir lieber einfacher. Aber geschmacklich passt es natürlich. Es ist wirklich sehr gut gemacht mit der Tomate, dem Parmesan. Gibt so eine leichte säuerliche Note, was Schönes zu dem Rinderfilet und den Kartoffeln. Es ist sehr gut umgesetzt. Ich würde es bloß noch einen Ticken einfacher machen. Das ist alles. Also wirklich toll gemacht. Großartig. Mhm. So. Und jetzt bitte schön. Letzte Station. Ich möchte bei der Gelegenheit noch mal darauf hinweisen, dass zwischenzeitlich ja Schiffe versenken und anderer Unsinn gespielt worden ist, einfach weil man das Gefühl hatte, wir können es uns leisten. Wir können uns erlauben. Ja, dann sind wir jetzt gespannt. Ich meine, gut, ich war Weltklasse im Eiertrennen, ich habe so viele Schale abgerieben. Ich durfte auch mal was wegstellen. Lothar, mach den Mund leer, sag, was das ist. Rinderfilet der Spitzenklasse. Ich erkläre das mal, ich bin Dolmetscher, ich mache Rinderfilet der Spitzenklasse. Aber dann ist kein Rinderfilet, du bist beim Dessert, Alter. Also. Nein, er ist doch jetzt gerade, er hat so viel zu tun. Das Rinderfilet ist schon arbeiten lassen hier. Ne? Nein, hier haben wir ein Sangria-Eis mit einem Mandel-Pinienkern-Törtchen und eben Sangria-Gemüse, nee, Obst. Obst. Okay. Wow. Das ist sehr schön, ne? Dann bitte schön, einmal probieren. Wow, Tim, komm mal ran. Wow. Hast du Gabel? Hier, schau mal. Ja, super gespannt auf das Eis vielleicht? Hier. Wer möchte? Wer möchte? Alle. Ja, ich auch. Komm, ich auch. Das ist doch hier. Weil das Eis habe ich eben schon Sangria probiert. Ist bei Freitagabend im Studio ist immer ein bisschen warm. Ne? Ja, das Einzige, was ich vermisst habe beim Sangria. Was ist denn eigentlich Sangria genau? Boah. Ist der. Andreas, was ist genau Sangria? Sangria, also. Das war schwer zu recherchieren. Ein bisschen günstiger Rotwein, also in Spanien. Mhm. Dann Zucker und die machen ihre tollen Orangen, die spanischen Naranjas. Orangen machen sie rein. Kochen das auf, auskühlen lassen, Eis dazu. Kann man runtergehen? Und in Mallorca machen sie noch ein bisschen Mineralwasser oben drauf. Ne? Okay. Aber aus dem ist ein Eis zu machen, ist eine kleine Kunst. Aber das ist, ja, das war irgendwie so ein Gedanke, den ich hatte. Irgendwie Thema Spanien und Sangria, Mallorca. Mal Sangria. Ja. Die ist spritzig, ne? Lea? Lecker. Ja, also ich möchte jetzt den Kuchen schmecken. Und da möchte ich schon sagen, das ist etwas, was ich sehr liebe. Wenn du da sitzt zu Hause und motzt ein bisschen und sagst, das Einzige, was mich jetzt retten könnte, wäre ein gutes Stück Kuchen. Mhm. Und dann sagen die, ja, aber das dauert so lange. Und hier, wenn das in so kurzer Zeit so gemacht ist, jetzt schmecke ich die, dann ist das fantastisch. Und er hat den Mürbeteig eben erst selber gemacht. Ja. Ach so. Also wirklich, Lothar hat alles von Grund auf hier erst gemacht. Mhm. Und das, obwohl ich bei ihm war. Obwohl ich bei ihm war. Das will was heißen. Nee, ohne den hätte ich es ja nicht geschafft. Dankeschön, Lothar. Dein Geist war über mir. Ja, ja. Dankeschön, Lothar. Gerne. Aber wenn du mir die dann servierst, dann habe ich auch in einer Minute vergessen, wofür ich gemotzt habe. So gut ist die. Guter Punkt. Ganz toll. Aber es gibt auch nichts zu motzen. Alexander. Sangria-Eis? Vor allem. Ist ein bisschen riskant, oder? Aber wie schmeckt das? Nee, ich finde, es schmeckt sehr gut. Es hat so ein bisschen was leicht Grießliges. Hast du da Butter mit reingemixt? Ja, das ist Butter-Eis. Ja, wenn die Butter dann einen Tick zu kalt wird, dann grießt die wieder ein bisschen aus. Ja. Aber das liegt hier an den Studiolampen. Ja. Das liegt an den Studiolampen, die machen eine ganz andere Temperatur wie bei dir daheim in der Küche. Das konnte gar nicht klappen, das weißt du auch nicht, das wusste ich auch nicht. Und jetzt wissen wir es, der Horst wird sich's merken fürs nächste Mal. Ja, aber ich finde generell, das Thema ist einfach super umgesetzt. Ja. Es geht um Spanien, die Sangria, das ist doch was Modernes und schön mit dem Kuchen. Also, das ist wunderbar. Das ist von der Idee her gut umgesetzt. Gerade in der Kombination, also Sangria-Eis und diese Torte, diesen Kuchen. Mit den, mal soll mal angucken, also hier die ganzen Pinienkerne, die sind da nicht irgendwie zu braun geworden. Es ist perfekt, es ist schön mürbe hier. Die Auflösung und in der Kombination Sendung sehen Sie nächste Woche, ne? Ein Traum. Tim, hast du probiert? Bitte? Ja, ne? Voll. Man sagt,
Sangria ist bei uns ein bisschen zu Unrecht verrufen. Also weil man sagt immer, dieses billiger Rotwein mit Zucker versetzt und dann ein bisschen Obst reingeschnitten. Eine richtig gut gemachte, frische Sangria ist wirklich, wirklich extrem erfrischend. Mhm. Wenn du da auf der Terrasse sitzt oder überhaupt im Urlaub am Strand sitzt oder auch hier im Sommer, so mit gutem Wein, mit guten Produkten, dann kann da was Tolles draus werden. Und ich finde, und wir kennen ja alle Sangria aus dem Eimer am Ballermann und das ist mit Abstand der beste Ballermann, den ich je gesehen habe. Also, sehr wichtig zum Zuzufügen. Vielen Dank für den Besuch. Ja, toll gemacht. Das war eine ganz besonders launige Stunde. Also ein bisschen Spiel noch ein bisschen Schiffe versenken. Ja, ist egal. Hat nichts weiter zur Sache. Alexander, vielen Dank für den Besuch. Tim Melzer, Horst Schlichter, Lea Linster, Andreas Schüder und Peter und Lothar, vielen Dank. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag wieder. Jetzt die Kollegen von heute Nacht, die warten schon in Mainz. Bis bald. Tschüss. Das ist ja hauchzart. Ich finde das Fett, was da drin eingelagert ist. Und ich finde diesen Magerwahn, gerade was Fleisch angeht, kann man sich schenken. Also das ergibt sich quasi von selbst. Guck mal, du siehst ja, wenn das Fett so schön durchzogen ist, egal wie du es brätst, ob nun roh oder durch oder sonst, es sorgt immer dafür, dass es wirklich butterzart ist. Und jetzt sieht man wirklich, dass es einen schönen rohen Kern hat, eher medium rare. Ja. Und das zergeht auf der Zunge. Das ist wirklich wie Schweine genau so schön. Gebraten? Ja, einfach nicht. Also einmal Öl, richtig, ja, Öl, nee, aber, Salz, Pfeffer. Ja, aber Temperatur? Ich sag mal Stufe 8 angebraten. Kurz ein bisschen hier Kruste. Das hört man so ein bisschen beim Anschneiden. Leichte Kruste geschaffen. Und anschließend nochmal so, ich sag mal, 3-4 Minuten von jeder Seite ein bisschen mit Kräutern, ein Stückchen Butter dazu. Und dann nochmal 3 Minuten in den Ofen, weil es ein relativ dickes Stück ist. Okay, 3 Minuten, mehr reicht. Mehr brauchst du nicht. Das reicht. Das reicht komplett. Mhm. Jetzt die Kartoffeln dazu. Oh, jetzt konkurrieren hier gerade zwei sensationelle Gerichte. Also einmal die kurz gebratene Presa von der Iberico-Schweinschulter. Und dann haben wir hier was? Kann ich ja reintun, weil ich jetzt Rinderfilet mit einer Tomatentapenade gratiniert. Ja. Wobei jetzt noch Rinderfilet mit der gratinierten Tomatentapenade fehlt. Ja. Und einen lauwarmen Kartoffelsalat mit Knoblauch, Oliven, Pesto, Soße. Perfekt. Großartig, das nehmen wir. Probieren wir gleich mal. Tim, du bist schon soweit. Hier könnte probiert werden. Okay, komm. Also pass auf, dann gehen wir jetzt mal zum zweiten Hauptgang. So sieht es also aus. Die kurz gebratene Presa von der Iberico-Schweinschulter, Papas, Arrugadas und gebratene Kapern von und mit Tim Melzer. Das Besondere. Und einige Schüsse noch kurz für die Kartoffeln. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, wie diese Dinger gehen. Und ich habe es nicht hingekriegt. Und dann habe ich hier in Hamburg beim Spanischen Restaurant angerufen und habe gesagt, schönen guten Tag, Tim Melzer mein Name und ich würde die ganz gerne mal ausprobieren. Ja. Und da kam der Koch aus diesem Spanischen Restaurant, kam ans Telefon, hat mir erklärt, wie es geht. Und zwar 10 Minuten mit sehr viel, mit einem Viertel der Menge der Kartoffeln, Salz. Nee, nochmal. Also wir haben ganz viel Salz mit viel Salz. Ja. Auf jeden Fall Kartoffeln mit viel Salz ankochen, 10 Minuten abgießen und dann im Ofen praktisch ausdämpfen lassen, sozusagen Ofenkartoffeln draus machen und dann so lange warten. Und das war wirklich die Originalworte des spanischen Koches. So lange warten, bis die Kartoffeln aussehen wie der Arsch einer 80-Jährigen. Ist nicht mein Wort. Nein, sind Spanier. Hat der Spanier gesagt. Sind Spanier. Gehört den Spaniern gewissermaßen zur Folklore, denke ich mal, oder? Solche Sprüche. Machos, Temperamento, das kann man sich vorstellen. Ich habe vor einem Moment gedacht, die waren schon bei der Entdeckung Amerikas dabei. Ich habe jetzt mit Absicht mal kein Salz aus Fleisch raufgetan, damit man wirklich den puren, den echten Geschmack vom Fleisch hat. Also bitte schön. Zu. Und diese tausendjährigen Kartoffeln. Die tausendjährigen Kartoffeln, um die geht es auch. Die Kapern sind einfach nur gebraten, Tim. Die Kapern einfach nur mitgebraten. Weil ich bin so ein Liebhaber von Kartoffelsalat. Und ich mag am liebsten so einen warmen Kartoffelsalat mit Speck und Zwiebelchen und Jürgchen drin. Und dann so ein Bärsch, ja, vielleicht noch mal mit Mayonnaise. Mit Pesto ist was ganz Neues. Ne? Kann man? Ja. Also für mich ist der Kartoffelsalat, wie du sagst, sehr interessant. Ich würde ein bisschen Zitronensaft dazu tun, ehrlich jetzt. Ein kleines bisschen Säure, damit der Pesto noch besser rauskommt. Dann kannst du den Basilikum noch besser schmecken. Mhm. Und das Rinderfilet hier finde ich auch wunderschön. Ich sage ihm aber jetzt ehrlich, so geschnitten finde ich es toll. Aber hier, die Farbe hat uns ein bisschen erschreckt. Da müsste etwas drauf, ein Blatt Basilikum und schon ist das verschwunden. Dann kannst du es nicht mehr sehen. Aber es schmeckt toll. Aber spielt die Farbe, das häufig eine Rolle, Tarnung auch? Beim Essen? Ja,
klar. Ja, klar. Tim, wie findest du es? Aber toll, es schmeckt toll. Aber die Optik ist besser geschnitten so als so. Ja, weil so ist die Optik so, dass ich denke, Mensch, früher war Schimmel immer noch ein Pferd, weißt du? Sehr geil. Ich habe dem Ganzen eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Also eben, also auch spannend, dass man es so lösen kann. Und vor allem, und das ist das Wichtigste für mich überhaupt, er ist kein Profi, sondern er ist ein Küchenschlachtgewinner. Und deswegen ist er auch von der Größe her, er ist der Größte. Wirklich großartig. Ja, ganz toll. Natürlich tolle Assistenz. Ne? Aber wirklich. So ist ganz neu. Ein bisschen ein Basilikumblatt. Also ich kann mich dem eigentlich anschließen. Einzige, was ich sage, braucht die Kruste nicht. Also das ist so, mach's noch einfacher, mach's noch straighter, weil du hast sehr viel Geschmack in dem Kartoffelsalat, du hast ein wunderbares Stück Fleisch, wozu dann noch einen oben drauf setzen. Also das ist so, wo ich sage, mach's dir lieber einfacher. Aber geschmacklich passt es natürlich. Es ist wirklich sehr gut gemacht mit der Tomate, dem Parmesan. Gibt so eine leichte säuerliche Note, was Schönes zu dem Rinderfilet und den Kartoffeln. Es ist sehr gut umgesetzt. Ich würde es bloß noch ein Ticken einfacher machen. Das ist alles. Also wirklich toll gemacht. Großartig. Mhm. So. Ja. Und jetzt bitte schön. Letzte Station. Ich möchte bei der Gelegenheit noch mal darauf hinweisen, dass zwischenzeitlich ja Schiffe versenken und anderer Unsinn gespielt worden ist, einfach weil man das Gefühl hatte, wir können es uns leisten. Wir können uns erlauben. Ja, dann sind wir jetzt gespannt. Ich meine, gut, ich war Weltklasse im Eiertrennen, ich habe so viel Schale abgerieben. Ich durfte auch mal was wegstellen. Lothar, mach den Mund leer, sag, was das ist. Rinderfilet der Spitzenklasse? Ich erkläre das mal, ich bin Dolmetscher, ich mache Rinderfilet der Spitzenklasse. Aber das ist kein Rinderfilet, du bist beim Dessert, Alter. Nein, er ist doch jetzt gerade, er hat so viel zu tun. Das Rinderfilet ist super, schön arbeiten lassen hier. Ne? Nein, hier haben wir ein Sangria-Eis mit einem Mandel-Pinienkern-Törtchen und eben Sangria... Gemüse, nee, Obst. Okay. Wir brauchen. Das ist so. Luther, war das, ihr wart in dieser Wohngemeinschaft? Lieber Freund von mir, Frank Biernert, herzliche Grüße an der Stelle, der erzählt immer, in seiner Wohngemeinschaft gab es immer Feuerzauber Texas. Kennst du das noch? Nee. Feuerzauber Texas? Kennst du Feuerzauber Texas? Das hört sich an. Ja, Bohneneintopf. Ja. So ein ganz fieser Bohneneintopf. Ja, richtig, aber er hat was Feines, weißt du, gerade jetzt, wo die Energiekrise kommt, wenn der richtig Bohneneintopf ist, kannst du ja mit Eigengas fahren. Weißt du? Ja. Nein, wir hatten ein wunderbares Kochbuch in der Zeit. Ja. Vom Wagenbach Verlag für Wohngemeinschaften und größere Zusammenkünfte. Das war sehr gut. Ein Kochbuch für Wohngemeinschaften. Ich hab versucht, das heißt, möglichst wenig Aufwand und möglichst viel Ertrag. Genau, das Rezept für die Pekingente war genial. Hinfahren. Ja. Gut, also, Lothar, schön, dass du da bist. Danke. Dankeschön. Tim. Ja. So. Jetzt wollen wir noch mal genauer wissen, was du heute machst. Also, kurz gebratenes Presa von der Iberico Schweinschulter, Papas Arrugadas und gebratene Capa. Ja. Jawohl. Schönes Gericht. Ja. Ein richtig schönes Stück Fleisch. Also ich liebe das. Das ist wirklich, ich habe eben schon mit Horst drüber gesprochen, auch die Tomaten und das Ganze. Wenn Produkte wirklich so eine gewisse Ästhetik haben und einiger eigenartigerweise hat das für mich eine Ästhetik. Ja, kann ich nachvollziehen. Da freut man sich wirklich beim Kochen. Schön anzuschauen. Nee, das Besondere ist ein Teilstück aus der Schulter und ist halt vom Iberico-Schwein. Und an diesem Stück kann man halt wunderbar sehen, warum das Iberico-Schwein so speziell ist. Weil es verfügt über die perfekte Kapazität, Fett einzulagern im Muskelfleisch. Wo jetzt durch das Fett ist das halt so besonders aromatisch. Das Tolle an diesen Schweinen ist, die werden halt nach, ich glaube, 3-4 Monaten, so von Oktober bis März, gibt es eine Montanera-Phase, nachdem sie sowieso schon freilaufend waren und nur Hirse, Mais und so normales Getreide gegessen haben, werden sie auf die Berge getrieben und dann essen sie eigentlich ausschließlich Wildkräuter und Eicheln. Genau. Das Fett schmeckt wirklich nach diesen Eicheln. Und das Besondere ist eben, dass es so wunderbar durchmarmoriert ist. Und es hat eine Qualität, man kann das, ich weiß nicht, hat man von Kobe Beef das gehört? Von Kobe Beef, ja, dieses mit Bier. Genau, dieses handmassierte Fleisch. Und das ist in der Qualität mindestens gleichwertig, wenn nicht noch sogar besser, aber nur ein Zehntel des Preises. Also es ist wirklich sensationelles Fleisch. Es ist richtig schön aromatisch und ist einfach... Aber nichtsdestotrotz dennoch teuer.
Nein, also nee? Nein, definitiv nicht. Wenn du mal betrachtest, was das Stück hier oder das reicht mir ja locker für 20 bis 25 Leute. Weil ich mache ein paar Kartoffeln dazu, das ist eine günstige Variante. Dann eine einfache Tomatensauce, die schon im Tomatensauce. Da war doch was. Ach, da ist der Herr Lichter schon dabei. Ja, ich bin dabei. Danke. Sehr gut, danke, Herr Lichter. Dankeschön. Und dann brauchst du wirklich nur ein bisschen. Du machst dich damit nicht satt, sondern du genießt einfach wirklich diesen Geschmack. Das ist wie beim guten Schinken, dann nimmst du auch nicht gleich 200 Gramm. Genau. Boah, ist der. Andreas, was ist genau Sangria? Sangria, also das war schwer zu recherchieren. Ein bisschen günstiger Rotwein, also in Spanien. Mhm. Dann Zucker und die machen ihre tollen Orangen, die spanischen Naranjas. Ja, Orangen machen sie rein, kochen das auf, auskühlen lassen, Eis dazu. Kann man runtergehen? Und in Mallorca machen sie noch ein bisschen Mineralwasser oben drauf. Ne? Okay. Aber aus dem ist ein Eis zu machen, das ist eine kleine Kunst. Aber das ist, ja, das war irgendwie so ein Gedanke, den ich hatte, irgendwie Thema Spanien und Sangria, Mallorca. Sangria. Ja. Die ist spritzig, ne? Lea? Lecker. Ja, also ich möchte jetzt den Kuchen schmecken. Und da möchte ich schon sagen, das ist etwas, was ich sehr liebe. Wenn du da sitzt zu Hause und motzt ein bisschen und sagst, das Einzige, was mich jetzt retten könnte, wäre ein gutes Stück Kuchen. Mhm. Und dann sagen die, ja, aber das dauert so lange. Und hier, wenn das in so kurzer Zeit so gemacht ist, jetzt schmecke ich die, dann ist das fantastisch. Und er hat den Mürbeteig eben erst selber gemacht. Ja. Ach so. Er hat also wirklich, Lothar hat alles von Grund auf hier erst gemacht. Mhm. Und das, obwohl ich bei ihm war. Obwohl ich bei ihm war. Weißt du, das will was heißen. Nee, ohne den hätte ich es ja nicht geschafft. Dankeschön, Lothar. Dein Geist war über mir. Ja, ja. Dankeschön, Lothar. Aber wenn du mir die dann servierst, dann habe ich auch in einer Minute vergessen, wofür ich gemotzt habe. So gut ist die. Guter Punkt. Ganz toll. Aber es geht auch nicht zu motzen. Alexander. Sangria-Eis? Vor allem. Ist ein bisschen riskant, oder? Wie schmeckt das? Ja, ich finde, es schmeckt sehr gut. Es hat so ein bisschen was leicht Grießliges. Hast du da Butter mit reingemixt? Ja, das ist Butter-Eis. Mhm. Ja, wenn die Butter dann einen Tick zu kalt wird, dann kriegst du die wieder ein bisschen aus. Ja. Aber das liegt hier an den Studiolampen. Mhm. Das liegt an den Studiolampen, die machen eine ganz andere Temperatur wie bei dir daheim in der Küche. Das konnte gar nicht klappen, das weißt du auch nicht, das wusste ich auch nicht. Und jetzt wissen wir es, der Horst wird sich's merken fürs nächste Mal. Ja, aber ich finde generell, das Thema ist einfach super umgesetzt. Ja. Es geht um Spanien, die Sangria, das ist doch was Modernes und schön mit dem Kuchen. Also, das ist wunderbar. Das ist von der Idee her gut umgesetzt. Gerade in der Kombination, also Sangria-Eis und diesen diese Torte, diesen Kuchen. Mit den, mal so mal angucken, also hier die ganzen Pinienkerne, die sind ja nicht irgendwie zu braun geworden. Es ist perfekt, es ist schön mürbe hier. Die Auflösung und in der Kombination sehen Sie nächste Woche, ne? Ein Traum. Tim, hast du probiert? Bitte? Ja, ne? Toll. Sangria ist bei uns ein bisschen zu Unrecht verrufen. Also weil man sagt immer, dieses billiger Rotwein mit Zucker versetzt und dann ein bisschen Obst reingeschnitten. Eine richtig gut gemachte, frische Sangria ist wirklich, wirklich extrem erfrischend. Mhm. Wenn du da auf der Terrasse sitzt oder überhaupt im Urlaub am Strand sitzt oder auch hier im Sommer, so mit gutem Wein, mit guten Produkten, dann kann da was Tolles draus werden. Und ich finde, wir kennen ja alle Sangria aus dem Eimer am Ballermann und das ist mit Abstand der beste Ballermann, den ich je gesehen habe. Also, vielen Dank für den Besuch. Ja, toll gemacht. Das war eine ganz besonders launige Stunde. Also ein bisschen Spiel noch ein bisschen Schiffe versenken. Vamos a hacer no puedes. Vamos a hacer esta cooperación con la tapas bar. Du in la cocina y yo. Er will gerade ein Geschäft aufschließen. Machst du mit? Sí. Wir machen das. Ja. Gracias. Ja. Angelico. Die Leute sind alle eingeladen. Also die ersten Tapas, die bei uns essen werden, sind gratis, gell? Die kriegt ihr so. Ja. So. Damit wir üben können. Ja. Bitte schön. Also ich kann mich bis hierhin eigentlich nur so kurz fassen, dass da vorne vom Andreas Schuder war schon so, dass ich sage, hallo, ich brauche ein Flugticket. Hier würde ich sagen, okay, ich bleibe schon mal ein Jahr. Ich bin gespannt, was mich noch erwartet. Nicht, dass ich noch Spanisch lerne. Das ist sehr geil. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, ach so, das isst man gar nicht mit. Ach so. Sonst super. Alexander? Es ist nicht einfach, in so puristischen Dingen viel Geschmack und vor allem Erlebnis reinzubringen, aber es ist ganz klar, Lea, es ist gelungen auf die beste Art und Weise. Oh, danke schön. Merci. Die Kartoffeln hast du jetzt mit
Also. Ich bin sehr gerührt für all die wunderschönen Komplimente. Und wenn du jetzt auch noch was sagst. Ich habe dir schon gesagt, ich fand vorhin schon allein diese Füllung sensationell. Ja. Ich mag das eher. Wirklich? Ja, absolut. Da freue ich ganz, mich. Ganz, ganz so fein gehackt. Ich sagen, jetzt gehen wir nach vorne. Jetzt, wir haben ja gesagt, die ersten sind gratis. Freuen Sie sich. Haben Sie Lust, ja? Die kriegt ihr jetzt, ja? Ja. Ich bin wirklich sehr geil. Nee, wirklich, toll. Ja, ganz toll. Ganz toll. So. Aber das könnt ihr ruhig mit der Hand nehmen. So, Alexander, ich habe eben diese Handbewegung gesehen. Ja. Das war so. Peter, seid ihr, durch mit der Nummer? Ja, wir richten jetzt an. Anrichten würden wir halt. Das, guck dir mal, dieses herrliche Stück Fleisch, das wir vorhin noch im rohen Zustand beobachtet haben. Tim, ha? So, Tim, schneid doch einfach gerade mit auf. Dann machen wir in der Zwischenzeit fertig und dann können wir probieren und dann können wir gleich den Wechsel machen. Was sagst du? Fang einfach an. Hm. Okay. Danke. Schön. Das ist ja hauchzart. Schön. Ich finde das Fett, was da drin eingelagert ist, und ich finde diesen Magerwaren, gerade was Fleisch angeht, kann man sich schenken. Also gerade, das ergibt sich quasi von selbst. Guck mal, du siehst ja, wenn das Fett so schön durchzogen ist, egal wie du es brätst, ob nun roh oder durch oder sonst, es sorgt immer dafür, dass es wirklich butterzart ist. Und jetzt sieht man wirklich, dass es einen schönen rohen Kern hat, eher medium rare. Und das zergeht auf der Zunge, das ist wirklich... Bombenstimmung hier bei uns. Schön, dass Sie einschalten am späten Freitagabend im ZDF. In genau zwei Tagen feiern die Spanier die Entdeckung Amerikas im Jahre 1492, großer Nationalfeiertag. Und da haben wir uns gedacht, na gut, machen wir halt mal Los Bojos und kochen heute eindeutig Spanisch. Und freuen uns auf unsere Spitzenköche, unter anderem Andrea Studer, Lea Linster, Peter Dreis, Horst Lichter, Alexander Herrmann, Los Bojos, no es mal yo. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien, muy bien. Peter, grüße Sie, hallo. Lothar. Entschuldigung, machen wir gleich richtig? Machen wir gleich richtig. Lothar. Don Horst. Don Horst. Don Horst. So, Peter. Ganz nett am Herzen. Hallo. Tim. So, haben wir dir. Servus. Schöne Grüße. Mit dem Mehl, mit dem Zucker und mit dem Butter. Ja, was ist hier los? Sie rasten aus, meine Damen und Herren, und zu Recht. Ja. Don Horst ist heute bei uns. Horst, servus. Sí, por favor. Sí. Du kannst doch kein Spanisch, oder? Ich habe gepackt die Stier an die Horno. Ja. Ja. Habe gedreht auf die Rücken und habe geschnitten einen schönen Steak. Okay, apropos Stier. Ja. Hier ist der Küchenbulle, hier ist Tim Melzer. Tim, schön, dass du mal wieder dabei bist. Danke. Hallo. Das erste Mal bin ich hier. Wir haben uns zum letzten Mal gesehen bei der Übergabe. Du lebst viel in Spanien mittlerweile, ne? Also Leben ist übertrieben, aber ich habe mir ein Häuschen gemietet und bin relativ häufig da. Ja. Auf Mallorca. Wobei das ja nicht mehr richtig Spanien ist. Jedenfalls so kommt es mir manchmal vor. Also ist das tatsächlich so oder kann man dort auch noch, sagen wir mal, was jetzt Essen angeht, wirklich spanische Lebensqualität genießen? Also was Essen und sowas angeht, sowieso Spanisch, weil das ist relativ einfach, da die deutschen Restaurants zu meiden, weil die befinden sich fast alle immer in Strandnähe. Ja. Da braucht man einfach nicht hingehen. Das ist wirklich ein einfacher Qualitätstipp. Keine Restaurants in Strandnähe, die sind meistens schlecht. Okay. Aber es ist relativ einfach, da immer ein bisschen über die Länder zu fahren und wirklich die kleinen, heimeligen Restaurants. Da kommt dann wieder der Satz ins Spiel, Mallorca hat auch wirklich schöne Ecken. Also ich bin ja immer so ein bisschen genervt davon, weil ich bin ja selber so ein Mallorca-Hasser immer gewesen. Ja. Weil gerade entweder gab es Ballermann oder auch es gibt die schönen Ecken. Man muss aber wissen, wo sie sind und so ein Tourismus mag ich überhaupt nicht. Und Mallorca ist wirklich durch und durch eine schöne Insel. Und ich meine, auch Arenal hat seine Berechtigung auf eine Art und Weise. Aber wenn man es halt ein bisschen, hat es wirklich. Ja. Es ist gar nicht so schlimm, wie alle Leute immer sagen. Und man braucht da wirklich nur 10 Minuten irgendwie in eine Richtung fahren und schon hast du so deine Ruhe und hast deine kleinen Eckchen, wo es einfach ein bisschen netter ist. Was macht für dich grundsätzlich den Reiz der spanischen Küche aus, mein, in wenigen dürren Worten? Also die richtig spanische Küche ist gar nicht lecker. Mit dem Römerhut. Ja, sehr schön finde ich jetzt mit dem sanften Schlachten. Hast du das auch schon gehört? Die schlachten ja jetzt sanft. Das wegen dem Bio-Gedöns. Die kraulen dem Schwein hinter die Ohren, ja, so dass er Vertrauen hat. Ne? Und dann kommt kurz bevor es einschläft, klackt das Bolzen, Schussgerät und weg. Ja.
Peter. Ist das so? Fast, ja. So, und wir haben ja heute noch einen weiteren Küchenschlachtgewinner hier. Den darf ich Ihnen jetzt mal vorstellen. Das ist Lothar. Herzlich willkommen. Kein Thema. Das geht schon. Lothar, du kochst heute mit Horst Lichter gemeinsam. Was kocht ihr? Wir kühlen ein Sangria-Eis und backen ein kleines Mandeltörtchen dazu. Ein spanisches, mallorquinisches Rezept sicherlich. Mandeltörtchen. Heile Sache. Mandeltörtchen mit Pinienkern. Lothar, woher kommt deine Liebe zum Kochen grundsätzlich? Ich habe irgendwann mal in einer Wohngemeinschaft gelebt und da mussten wir kochen. Also derjenige, der mir gekocht hat, der hat irgendwann mal gesagt, nee, er will nicht mehr und da mussten wir lernen. Und so eine richtige WG? Ja. Sagen wir mal frühe 70er Jahre, oder? Exakt. Ja. Frühe 70er Jahre in Hamburg. In Hamburg, ja. Das war noch die Zeit, wo Zitronengras noch Räucherstäbchen war. Ja, wo überhaupt auch sehr viel geraucht wurde, sagen wir mal. Ja, wurde sehr viel. Und nicht nur Tabak. Weiß ich nichts von. Nee, aber Mama hat davon gehört. Ich habe davon gelesen, ja. Durchaus. War das in deiner Zeit? Ja, war meine Zeit. Ich meine, ich bin auch sehr glücklich, dass ich neben Lothar stehen darf. Weil ich habe auch schon richtig tolle Aufgaben bekommen. Ich durfte schon 16 Zitronen die Haut abschaben. Ja. Ich bin jetzt an einem Sack Orangen beschäftigt. Und ich durfte auch schon Eier trennen. Ja, gut, cool. Sehr schön. Aber er verrät mir nicht, wie geht. Ja. Aber er macht das sehr gut. Er macht das gut, ne? Ja. Der Herr Lichter ist auch zu was zu gebrauchen. Ja. Das ist so. Lothar, ihr wart in dieser Wohngemeinschaft? Lieber Freund von mir, Frank Biernert, herzliche Grüße an der Stelle. Der erzählt immer, in seiner Wohngemeinschaft gab es immer Feuerzauber Texas. Kennst du das noch? Nee. Kennst du Feuerzauber Texas? Das hört sich an. Ja, Bohneneintopf. Ja. So ein ganz fieser Bohneneintopf. Aber er hat was Feines. Weißt du, gerade jetzt, wo die Energiekrise kommt, wenn der richtig Bohneneintopf ist, kannst du ja mit Eigengas fahren. Nein, wir hatten ein wunderbares Kochbuch in der Zeit. Boah. Ein paar Kräuter, ein bisschen Salz, Zucker, Pfeffer, fertig. Und dann gematscht, also so klasse. Aber Horst, das ist mir deshalb so gut gelungen, weil du die Tomaten enthäutet hast. Stimmt! Also, lecker. Tim, riesen Kompliment. Großartig. Sehr geil. Also ich muss sagen, dass das Beste, also ich habe auch in diese Molekularküche in Spanien gegessen und weißt du, am Anfang, wir haben ja gar nichts verstanden und ich wollte mich schon ins Meer schmeißen, gell? Ja, ich habe immer gesagt, darf ich mich jetzt ins Meer schmeißen? Da haben die gesagt, nein, Sie bleiben noch sitzen. Und dann kam der Hammer, war das Schweinefleisch. Da habe ich gedacht, oh, da kennen die sich ja aus, die haben ja Schweinefleisch, wo wir nicht mal wissen, dass es das gibt. Und das war so schlecht gegart, dass ich richtig froh war, weil ich bin ja kein Verfechter von dieser Molekularküche. Und da muss ich sagen, was der Herrgott so macht, das ist echt gut. Und du weißt das richtig mit Hochachtung darzubringen. Mach ruhig weiter, es gefällt mir. Ja. Danke. Du warst ja vorhin ein bisschen heftig mit mir, gell? Also, ja, im Positiven. Ja, gut. Heftig, gut, gell? Gut, ich war schon anders. Hat sich ja gelohnt. Aber ich hätte es auch sagen müssen. Auch ohne das. Ja. Die Vorlage. Ja, ja, ja. Großartig, sehr schön. Danke. Also, zweiter Hauptgang rundum gelungen, würde ich sagen. Geil. Was macht der erste Hauptgang? Vom Schwein zum Rind. Genau. Ist schon angerichtet. Also, man sieht hier quasi noch den Rohzustand, das gratinierte Rind. Gratiniert. Hier aufgeschnitten für uns zum Probieren und hier auf dem Teller fertig angerichtet mit dem Pesto-Kartoffelsalat von Peter und der Soße. Bitte schön, also es wäre zum Verkösten. Okay, wie heißt das jetzt? Auf Spanisch? Rind, auf Spanisch. Ja, die machen spanische Sendung. Hasta luego heißt das auf Spanisch. Das ist ein Künstlername. Das ist ein Künstlergericht. Hier ist mal Besteck. Oh. Bueno Appetito, hau dich weg. Oh. Boah.
Kreation von Peter Kiesewetter, ne? Küchenschlachtgewinner. Darauf weisen wir gerne noch mal hin. Ja, genau. Da an der Stelle. Genau. Peter, die ist schon wieder warm, ne? Ist immer warm. Ja, ja, das möchte ich nicht sagen. Aber das Fleisch ist so gut. Aber dann müsste doch der Job im Kühlhaus eigentlich ganz schön gewesen sein. Angenehm. Ja, angenehm, ja. Bei 7 Grad oder 3 Grad ist schon angenehme Arbeit. 7, 3 Grad sind, ne? Also im Kühlraum zwischen 0 und 3 Grad. Eigentlich. Hier im Studio ist mollig warm. Gefällt dir, schmeckt dir, was du da gemacht hast? Ja, also... Bist du zufrieden? Zum ersten Mal hören, was, ja, die, gespannt, was die Herren die Profis aus sagen. Der Sterneküche so dazu zu sagen haben. Ich wusste, dass ich nichts sagen darf. Der war gut. Der war gut. Der Pesto Kartoffelsalat. Ja, ich möchte jetzt aber hören, du bist aber ein echter Genießer, Horst. Eis habe ich eben schon Sangria, probiert. Sangria, weil Freitagabend im Studio ist immer ein bisschen warm. Ne? Ja, das Einzige, was ich vermisst habe beim Sangria. Was ist denn eigentlich Sangria genau? Boah, ist der. Andreas, was ist genau Sangria? Sangria, also. Das war schwer zu recherchieren. Ein bisschen günstiger Rotwein, also in Spanien. Mhm. Dann Zucker und die machen ihre tollen Orangen, die spanischen Naranjas. Orangen machen sie rein. Kochen das auf, auskühlen lassen, Eis dazu. Kann man runtergehen? Und in Mallorca machen sie noch ein bisschen Mineralwasser oben drauf. Ne? Okay. Aber aus dem ist ein Eis zu machen, ist eine kleine Kunst. Aber das ist, ja, das war irgendwie so ein Gedanke, den ich hatte. Irgendwie Thema Spanien und Sangria, Mallorca. Mal Sangria. Ja. Die ist spritzig, ne? Lea? Lecker. Ja, also ich möchte jetzt den Kuchen schmecken. Und da möchte ich schon sagen, das ist etwas, was ich sehr liebe. Wenn du da sitzt zu Hause und motzt ein bisschen und sagst, das Einzige, was mich jetzt retten könnte, wäre ein gutes Stück Kuchen. Mhm. Und dann sagen die, ja, aber das dauert so lange. Und hier, wenn das in so kurzer Zeit so gemacht ist, jetzt schmecke ich die, dann ist das fantastisch. Und er hat den Mürbeteig eben erst selber gemacht. Ja. Ach so. Er hat also wirklich, Lothar hat alles von Grund auf hier erst gemacht. Mhm. Und das, obwohl ich bei ihm war. Obwohl ich bei ihm war. Weißt du, das will was heißen. Nee, ohne den hätte ich es ja nicht geschafft. Dankeschön, Lothar. Dein Geist war über mir. Ja, ja. Dankeschön, Lothar. Aber wenn du mir die dann servierst, dann habe ich auch in einer Minute vergessen, wofür ich gemotzt habe. So gut ist die. Guter Punkt. Ganz toll. Aber es gehört nicht zu motzen. Alexander. Sangria-Eis? Vor allem. Ist ein bisschen riskant, oder? Aber wie schmeckt das? Nee, ich finde, es schmeckt sehr gut. Es hat so ein bisschen was leicht Grießliges. Hast du da Butter mit reingemixt? Ja, das ist Butter-Eis. Das? Mhm. Ja, wenn die Butter dann einen Tick zu kalt wird, dann kriegst du die wieder ein bisschen aus. Ja. Aber das liegt hier an den Studiolampen. Mhm. Das liegt an den Studiolampen, die machen eine ganz andere Temperatur wie bei dir daheim in der Küche. Das konnte gar nicht klappen, das weißt du auch nicht, das wusste ich auch nicht. Und jetzt wissen wir es, der Horst wird sich's merken fürs nächste Mal. Ja, aber ich finde generell, das Thema ist einfach super umgesetzt. Ja. Es geht um Spanien, die Sangria, das ist doch was Modernes und schön mit dem Kuchen. Also, das ist wunderbar. Das ist von der Idee her gut umgesetzt. Gerade in der Kombination, also Sangria-Eis und diesen tollen, diese Torte, diesen Kuchen. Mit den, mal, soll mal angucken, also hier die ganzen Pinienkerne, die sind da nicht irgendwie zu braun geworden. Es ist perfekt, es ist schön mürbe hier. Die Auflösung und in der Kombination sehen Sie nächste Woche. Ne? Ein Traum. Tim, hast du probiert? Bitte? Man sagt, Sangria ist bei uns ein bisschen zu Unrecht verrufen. Also weil man sagt immer, das ist billiger Rotwein mit Zucker versetzt und dann ein bisschen Obst reingeschnitten. Eine richtig gut gemachte, frische Sangria ist wirklich, wirklich extrem erfrischend. Mhm. Wenn du da auf der Terrasse sitzt oder überhaupt im Urlaub am Strand sitzt oder auch hier im Sommer, so mit gutem Wein, mit guten Produkten, dann kann da was Tolles draus werden. Und ich finde, wir kennen ja alle Sangria aus dem Eimer und Ballermann und das ist mit Abstand der beste Ballermann, den ich je gesehen habe. Also, vielen Dank für den Besuch. Ja, toll gemacht. Das war... Voila, siehst du den Reflex? Ja, auf der Flucht. Ja. So, und wir sehen hier... Un aplauso, por favor. So. Wie ist die auch schon? Was war das? Weißt du noch? Ich muss den Namen dieses Gerichtes mal vorlesen. Konntest du dir den Namen merken? Ja, also weißt du, wie das heißt, was du da gekocht hast? Ja, das sind diese Tostadas. Die Almejiones. A la flamenca. Sí. Ah. So, und a la flamenca ist halt so, die sind kalt, die werden kalt serviert, die kannst du schön morgens fertig machen, abends servieren. Morgens, zu dem Zeitpunkt, an dem Herr Lichter sein Sahnetörtchen genießt. Ja, zum Beispiel. Okay. Während er sein Törtchen isst. Also die Muscheln kalt. Ja. Und dann dazu so ein Toast. Alexander, komm dir mal ran, mal probieren, Tim. Dann, na?
Also ich war neulich, ich war neulich bei diesem Spanier Ferran-Essen, der diese Molekularküche macht. Ne? Ja. Und das ist ja so derzeitig der beste Koch der Welt. Ich habe 37 Gänge gegessen. 37 Gänge. Ja, aber die waren so groß, die passen in eine Muschel. Die passen wirklich in eine Muschel. Das ist auf der Größenordnung. Und ich muss sagen, nicht ein einziger Gang von diesen 37 Köchen, und er wird seit 5 Jahren als der beste Koch der Welt gehandelt, war ansatzweise so gut wie das. Das schmeckt wirklich geil. Oh. Das ist lecker. Das schmeckt wirklich geil. Das ist so... Das ist wirklich gut. Ja, richtig gut. Absolut, ja, das ist einfach, das ist pur, das ist sauber. Und ich habe mal gesagt, ich habe manchmal ärgert es mich, dass ich nicht keine Frau bin. Weil da ist in diesem Gericht, also nicht selten, ganz selten ärgert mich das. Ganz selten. Weil da ist schon wieder so eine, das ist so pur, das ist schon wieder so klar. Das ist, also, man schmeckt einfach, dass eine Frau gekocht hat. Das ist gut. Weil Frauen grundsätzlich einfacher kochen? Im Sinne von, nein, die sind nicht so, ich glaube immer, dass wir Männer, wir neigen dazu, alles ein Ticken zu überwürzen. Zu überladen. Und das ist da eben nicht vorhanden. Das ist schon wieder, das sieht man auch, wenn die Olle Poletto da ist, wenn die kocht. Das ist wirklich so, wo du denkst, Olle Poletto. Ja. Also die Cornelia Poletto, diese Spitzenköchin. Spitzname ist ein Kompliment. Wenn er sagt Olle, meint er nett. Das ist die Kurzform von Cornelia. Ich übersetze das. Es gibt Deutschlehrer und es gibt Tim Melzer Deutsch. Das sind nochmal zwei. Ich meine, das ist sehr positiv. Aber wenn die kocht, die hat eben genau die gleiche Handschrift. Das ist immer so ein bisschen feiner. Ja, also ein bisschen weiblich. Ich bin jetzt sehr froh. Du warst ja da in Spanien, ich noch nicht. Und deswegen bin ich froh, dass du das. Bin ich gespannt auf das Urteil von Don Andrea. Merci. Don Andrea ist mucho muy feliz. Y espero que vamos a hacer, no puedes, vamos a hacer esta cooperación con la Tapas Bar, tú en la cocina y yo. Er will dir gerade ein Geschäft aufschwatzen. Machst du mit? Sí, wir machen das. Ja? Wir machen das. Gracias. Angelico. Das wäre ja nicht was für Hort. Es sind viele tierische Fette und wahnsinnig. Und es wird auch nicht technisch sonderlich hochwertig gekocht. Und es wird einfach nur auf den Herd gestellt. Wenn es irgendwann mal weich ist, dann ist es gut. Aber die jungen Köche, die haben da jetzt so eine neue Richtung. Nicht eine neue Richtung, aber die haben eben gelernt, die alten Rezepte einfach etwas leichter zu präsentieren. Und das macht es nachher im Endeffekt aus. Und Produkte, Produkte, Produkte. Das ist hier mein Stück zum Beispiel Presa. Das kann man bei uns gar nicht kaufen. Das ist Presa, ist was? Presa ist ein Stück aus der Schulter vom Iberico-Schwein. Das kennen wir sonst normalerweise nur vom Schinken. Sind das diese eichelfressenden Schweine? Ganz genau. Da wird normalerweise Pata Negra. Oh. Da wird der fantastische Schinken draus gemacht. Und das ist eigentlich, hat man das hier in Deutschland jahrelang nicht bekommen. Das wurde nur in die spanische Spitzengastronomie verkauft. Und das ist eigentlich so ein... Also ein richtig rustikales Bauernstück. Und das Besondere an diesem Stück ist, dass man das nur scharf anbraten muss und eigentlich roh servieren kann. Und das ist so genau das Gegensätzliche, was ich immer über Schweinefleisch gelernt habe, dass man Schweinefleisch immer durchservieren muss. Also ist das Schweinesushi? Das wird ein Schweinesushi. Das wird ein Schweinesushi. Ganz genau. Schön, dass du da bist. Fang mal schnell vorne an. Hola. Don Andreas, hola. Genau. Du hast ja eine richtige Affinität zu Spanien, ne? Also sagen wir mal Lateinamerika eher. Sí, ja, Spanien auch. Also Spanien, me gusta mucho. Si quieres podemos hablar español, poquito. Also, wir können auch ein bisschen Spanisch sprechen. Sí. Ja. En la página 700, also auf Seite 777. Ja. Sind los subtítulos. Ja. Y luego vamos a empezar con unas tapas. Wir machen Tapas. Aha. Das ist für Sie jetzt wichtig, ja. Wir machen Le gusta tapas? Tapas? Ja. Sí. Le tapas grande? Ja. Con todo. Porque tengo algo aquí. Ja. Mira. Ja. Tengo algo aquí. Er hat uns was mitgebracht, heißt das jetzt? Y pienso que es bastante para todos nosotros, sí? Das heißt, ja. Ne? Heißt, müsste für uns alle reichen. Ja, müsste. Könnte für uns alle reichen. Guck mal hier, schön mit Klauen. Ne? Ja. Pata Negra. Ist das Pata Negra hier? Ja, das ist Pata Negra. Also wir haben uns nicht lumpen lassen hier, jetzt wieder in Deutsch. Und haben einen richtig schönen Serrano-Schinken hier aufgetrieben. Ein und Traum. Der ist wirklich der Hammer. Serrano-Schinken, ne? Parma-Schinken, weiß man, kommt aus dem Großraum Parma. Genau. Kennst du eine Ortschaft namens Serrano? Nee, gibt's nicht. Das sondern? Kommt, ursprünglich, das kommt vom, das heißt Gebirge, Sierra. Sierra, okay. Genau, Sierra Madre kennen wir zum Beispiel. Sierra, das heißt, kommt aus dem Gebirge und wird auch da hergestellt. Also es wird da, die Schweinchen sind da und es wird auch da getrocknet. Und das ist ganz wichtig, getrocknet. Und jetzt ist mir hier gerade noch was aufgefallen. Ich glaube, das sollte so gar nicht gezeigt werden. Ich zeige es Ihnen aber trotzdem. Schauen Sie mal hier. So sieht's aus, wenn Spitzenköche üben. Ja. Pero... Ich war es nicht. Nee, wer war's denn? Lea war's?
Ja? Na, ja, also, Lea, warst du das? Ich habe mich einen Augenblick von dir hinreißen lassen und schon wäre es geschehen. Oh. Ja. Und dann im Ofen praktisch ausdämpfen lassen, sozusagen Ofenkartoffeln draus machen und dann so lange warten, und das war wirklich die Originalworte des spanischen Koches, so lange warten, bis die Kartoffeln aussehen wie der Arsch einer 80-Jährigen. Ist nicht mein Wort. Nein, sind Spanier. Hat der Spanier gesagt. Sind Spanier. Gehört den Spaniern gewissermaßen zur Folklore, denke ich mal, ja, oder? Solche, ja, genau. Solche Sprüche. Den, Machos, Temperamento, das kann man sich vorstellen. Ah, ich habe vorhin einen Moment gedacht, die waren schon bei der Entdeckung Amerikas dabei. Die so aussehen, ne? Ich habe jetzt mit Absicht mal kein Salz aus Fleisch raufgetan, damit man wirklich den puren, den echten Geschmack vom Fleisch hat. Also bitte schön. Zu. Und diese tausendjährigen Kartoffeln. Was, die tausendjährigen Kartoffeln, um die geht es auch. Ja. Die Kapern sind einfach nur gebraten, die Kapern einfach nur mitgebraten? Nee, gemehlt und dann in so ein bisschen tieferem Fett ausgebacken. Ne? Ah, okay. Mehl, gewendet? Gemehlt, ganz kurz, das Mehl ab, das überschüssige Mehl abgesiebt und dann im tiefen Fett einfach nur einfallen lassen. Also wenn man sieht, wie dieses Fleisch. Und das kann jeder. Das ist so einfach. Und das ist eben das, was ich immer wieder versuche zu erklären, dass man, wenn man gute Produkte kauft, dann muss man kein Larver sein, um da was Leckeres rausholen. Das geht doch Melzer. Ernsthaft. Stimmt. Das geht. Nein, ich meine das doch gar nicht diskutierlich. Ja, gute Produkte, also die Papas, original. Kann man nicht anders machen. Mein Mucho, genau. Und das hier, das auch ein Schwein ist, so auf dem Punkt, ist super, oder? Das soll so sein. Ja, weil das so ein tolles Schwein ist. Ich meine, du musst natürlich aufpassen. Das geht mit der Gabel. Wenn du dich daran gewöhnst, kann natürlich passieren, dass du demnächst einem Schwein beim Laufen in den Hintern beißt. Aber die tausendjährigen Kartoffeln sind sehr gut. Oh, Hammer. Das ist aber butterzart. Das Schöne ist, das habe ich nicht gemacht, das macht das Schwein selber. Also da braucht man nichts. Das ist einfach das. Das muss aber nicht öffentlich sagen. Okay. Sag einfach so, das hast du gemacht. Hab ich gemacht. Man sagt doch sonst immer, Schwein muss durch sein. Komplett, ja. Warum dann hier nicht? Weil dann der Geschmack verloren geht. Und ich finde, der Geschmack sollte. Aber warum sagt man dann umgekehrt, das Schwein muss durch sein? Das ist von früher. Heutzutage musst du das auch nicht. Frag mal den Fleisch. Ja, aber das kann nicht mit jedem Schwein machen. Hatte das irgendwas mit. Das liegt sich an Allesfresser. Und die deshalb Trichinen im Fleisch tragen. Und die sind erst. Das haben Eisbären auch. Zum Beispiel, ja. Ja, das ist so. Auch täglich. Aber also Eisbären gar nicht zu Hause, auch immer durch. Ja, ja. Liebe Grüße. Ja, ja. Du weißt, im Ernst, jetzt in Grönland, wenn die Eisbären erlegen, dann wird der 3, 4, 5 Stunden gekocht. Das ist dann hinterher zäh wie Leder, weil du sonst diese Trichine einfangen kannst. Ja. Ja. Das nur mal so am Rande. Kommerskirchen sind Eisbären selten. Ja. Insofern. Wir haben auch ganz schön. Sehr geil. Also Tim, ich habe es jetzt auch ohne Salz gegessen, also mal bewusst. Und da kommt wirklich so ein toller Geschmack kommt da raus. Also nichts irgendwie dieses Schweinische und so, was man dann gemeinhin annimmt. Gerade wenn es noch so auf dem Punkt ist, das ist richtig toll. Also ich muss sagen, das ist geschmacklich absolut eine Mega-Eins. Vielen Dank. Woher kommt deine Liebe zum Kochen grundsätzlich? Ich habe irgendwann mal in einer Wohngemeinschaft gelebt und da mussten wir kochen. Also derjenige, der mir gekocht hat, der hat irgendwann mal gesagt, nee, er will nicht mehr, und da mussten wir lernen. Und so eine richtige WG? Ja. Sagen wir mal, frühe 70er Jahre, oder? Exakt. Ja. Frühe 70er Jahre in Hamburg. In Hamburg? In Hamburg, ja. Das war noch die Zeit, wo Zitronengras noch Räucherstäbchen war. Ja, wo überhaupt auch sehr viel geraucht wurde, sagen wir mal. Ja, wurde sehr viel. Und nicht nur Tabak. Darf ich noch da kurz? Weiß ich nichts von. Nee, aber Mama hat davon gehört. Ich habe davon gelesen, ja. Durchaus. War das in deiner Zeit? Ja, war meine Zeit. Ich meine, ich bin auch sehr glücklich, dass ich neben Lothar stehen darf. Weil ich habe auch schon richtig tolle Aufgaben bekommen. Ich durfte schon 16 Zitronen die Haut abschaben. Ja. Ich bin jetzt an einem Sack Orangen beschäftigt. Und ich durfte auch schon Eier trennen. Ja, gut, sehr schön. Aber er verrät mir nicht, wie geht. Ja. Aber er macht das sehr gut. Er macht das gut, ne? Ja, ja. Der Herr Lichter ist auch zu was zu gebrauchen. Ja. Das ist so. Luther, ihr wart in dieser Wohngemeinschaft? Lieber Freund von mir, Frank Biernat, herzliche Grüße an der Stelle. Der erzählt immer, in seiner Wohngemeinschaft gab es immer Feuerzauber Texas. Kennst du das noch? Nee. Kennst du Feuerzauber Texas? Das hört sich an. Ja, Bohneneintopf. Ja. So ein ganz fieser Bohneneintopf. Aber er hat was Feines, weißt du, gerade jetzt, wo die Energiekrise kommt, wenn der richtig Bohneneintopf ist, kannst du ja mit Eigengas fahren. Weißt du? Nein, wir hatten ein wunderbares.
Kochbuch in der Zeit. Ja. Von Wagenbach Verlag für Wohngemeinschaften und größere Zusammenkünfte. Das war sehr gut. Ein Kochbuch für Wohngemeinschaften. Ja, ja. Ich habe versucht, das heißt, möglichst wenig Aufwand und möglichst viel Ertrag. Genau, ja. Das Rezept für die Pekingente war genial. Ja. Hinfahren. Ja, gut, also, Lothar, schön, dass du da bist. Danke. Dankeschön. Ja, super, super. Tim. Ja. So. Jetzt wollen wir noch mal genauer wissen, was du heute machst. Also, kurz gebratenes Presa von der Iberico Schweinschulter, Papas Arrugadas und gebratene Capra. Ja. Jawohl. Schönes Gericht. Ja. Ein richtig schönes Stück Fleisch. Also ich liebe das. Das ist wirklich, ich habe eben schon mit Horst drüber gesprochen, auch die Tomaten und das Ganze. Wenn Produkte wirklich eine gewisse Ästhetik haben und eigenartigerweise hat das für mich eine Ästhetik. Ja, kann ich nachvollziehen. Da freut man sich wirklich beim Kochen. Schön anzuschauen. Das Besondere ist ein Teilstück aus der Schulter und ist halt vom Iberico-Schwein. Und an diesem Stück kann man halt wunderbar sehen, warum das Iberico-Schwein so speziell ist. Weil es verfügt über die perfekte Kapazität. Rinderfilet der Spitzenklasse? Ich erkläre das mal, ich bin Dolmetscher, ich mache Rinderfilet der Spitzenklasse. Aber dann ist kein Rinderfilet, du bist beim Dessert, Alter. Nein, er ist doch jetzt gerade, er hat so viel zu tun. Das Rinderfilet ist ja super, schön arbeiten aber lassen hier. Ne? Ja. Hier haben wir ein Sangria-Eis mit einem Mandel-Pinienkern-Törtchen und eben Sangria-Gemüse, Obst. Okay. Wow, das ist sehr schön, ne? Ja, bitte schön, einmal probieren. Wow. Tim, komm mal ran. Wow. Hast du Gabel? Hier, schau mal. Ja, super gespannt auf das Eis hier. Wer möchte? Alle. Ja, ich auch. Komm, ich auch. Das ist doch hier. Weil das Eis habe ich eben schon. Sangria-Eis, weil Freitagabend im Studio ist immer ein bisschen warm. Ne? Ja, das Eis, was ich vermisst habe beim Sangria-Eis. Was ist denn eigentlich Sangria genau? Boah, ist der. Andreas, was ist genau Sangria? Sangria, also. Das war schwer zu recherchieren. Ein bisschen günstiger Rotwein, also in Spanien. Mhm. Dann Zucker und die machen ihre tollen Orangen, die spanischen Naranjas. Ja, Orangen machen sie rein. Mhm. Kochen das auf, auskühlen lassen, Eis dazu. Kann man runtergehen? Und in Mallorca machen sie noch ein bisschen Mineralwasser oben drauf. Ne? Okay. Aber aus dem ist ein Eis zu machen, ist eine kleine Kunst. Aber das ist, ja, das war irgendwie so ein Gedanke, den ich hatte. Irgendwie Thema Spanien und Sangria, Mallorca. Mal Sangria. Ja. Die ist spritzig, ne? Lea? Lecker. Ja, also ich möchte jetzt den Kuchen schmecken. Und da möchte ich schon sagen, das ist etwas, was ich sehr liebe. Wenn du da sitzt zu Hause und motzt ein bisschen und sagst, das Einzige, was mich jetzt retten könnte, wäre ein gutes Stück Kuchen. Mhm. Und dann sagen die, ja, aber das dauert so lange. Und hier, wenn das in so kurzer Zeit so gemacht ist, jetzt schmecke ich die, dann ist das fantastisch. Und er hat den Mürbeteig eben erst selber gemacht. Ja. Ach so. Er hat also wirklich, Lothar hat alles von Grund auf hier erst gemacht. Mhm. Und das, obwohl ich bei ihm war. Weißt du, das will was heißen. Nee, ohne den hätte ich ja nicht geschafft. Dankeschön, Lothar. Dein Geist war über mir. Ja, ja. Dankeschön, Lothar. Gerne. Aber wenn du mir die dann servierst, dann habe ich auch in einer Minute vergessen, wofür ich gemotzt habe. So gut ist die. Guter Punkt. Ganz toll. Aber es gehört nicht zu motzen. Alexander. Sangria-Eis? Vor allem. Ist ein bisschen riskant, oder? Wie schmeckt das? Nee, ich finde, es schmeckt sehr gut. Es hat so ein bisschen was leicht Grießliges. Hast du da Butter mit reingemixt? Ja, das ist Butter-Eis. Ja, wenn die Butter dann einen Tick zu kalt wird, dann kriegst du die wieder ein bisschen aus. Ja. Aber das liegt hier an den Studiolampen. Ja. Das liegt an den Studiolampen, die machen eine ganz andere Temperatur wie bei dir daheim in der Küche. Das konnte gar nicht klappen, das weißt du auch nicht, das wusste ich auch nicht. Und jetzt wissen wir es, der Horst wird sich's merken fürs nächste Mal. Ja, aber ich finde generell, das Thema ist einfach super umgesetzt. Ja. Es geht um Spanien, die Sangria, das ist doch was Modernes und schön mit dem Kuchen. Also, das ist wunderbar. Das ist von der Idee her gut umgesetzt. Gerade in der Kombination, also Sangria-Eis und diese Torte, diesen Kuchen. Mit den, mal sollen wir angucken, also hier die ganzen Pinienkerne, die sind da nicht irgendwie zu braun geworden. Es ist perfekt, es ist schön mürbe hier. Die Auflösung und in der Kombination Sendung sehen Sie nächste Woche, ne? Ein Traum. So sieht's aus, wenn Spitzenköche üben. Ja. ich war das nicht. Ne? Wer war's denn? Lea war's? Ja? Also, Lea, warst du das? Ich habe mich einen Augenblick von dir hinreißen lassen und schon wäre es geschehen. Oh. Also. So schnell kann es gehen. Ja, natürlich. Andreas, du bist heute also mit Tapas dabei. Genau. Was wirst du uns genau machen? Ja, ich habe schon ein bisschen losgelegt hier. Wir können alle ein bisschen lernen heute Abend. Und zwar Cebolla. Cebolla y ajo. Es aquí. Es aquí, ja. Ist hier. Ja, genau. Also Zwiebel und
ein bisschen Knoblauch, schön erstmal angedünstet und jetzt kommt schon der erste richtig spanische Trick dazu. Bang, richtig ordentlich Sherry dazu. Ne? Sherry. Sherry und das Ganze schön einkochen, auch wenn ein Stück daneben geht. Und damit machen wir Albondigas. Sherry, Sherry Lady spielt in Spanien eine Rolle. Ja, die spielt eine Riesenrolle, ja. Ja, inwiefern? Du kriegst auch noch gleich einen Sherry hinterher, ne? Ja. Ja, dir sicher. Ehrlich? Wir haben vorgesorgt. Aber du weißt, ja gut, hast schon recht. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Insofern. Ja, finde ich auch, genau. Ja. Wir trinken allerdings noch andere Sachen hier. Es geht auch einen schönen Cava natürlich bei denen. Ja. Aber zum Sherry kann ich so viel sagen, ich war auch schon mal so ein Cava drin und habe mir das genau zeigen lassen in die Sherry-Fässer. Es gibt ja nie einen Jahrgang vom Sherry. Ne? Es sind immer verschiedene gemischte Jahrgänge miteinander. Ja. Und da gibt es ja so einen trockenen Sherry, da gibt es einen süßen Oro Rosso, den mag ich besonders. Ja. Das ist so einen schönen Käse, so einen Blauschimmelkäse beispielsweise. Wunderbaren Oro Rosso Sherry. Ich habe jetzt hier einen trockenen und ich habe auch einen trockenen für euch vorgesehen. Mhm. Jetzt mal ganz kurz hier zu Albondigas, was hier aussieht, so wie schon einmal gegessen. Ist natürlich nicht, sondern ist natürlich alles sehr frisch. Es ist ein Brötchen von gestern, eingeweicht in Wasser. Mhm. Und das brauche ich jetzt, damit das Fleisch, was wir jetzt gleich verwenden werden, hier haben wir Rinderhack, das gleich miteinander vermischen. Ich gebe hier die Zwiebeln, die kühlen wir noch kurz einen Moment ab. Ja. Machen wir hier rein mit dem Sherry. Und jetzt geht's los hier. Zwei Eier habe ich verquillt, bisschen Salz dazu gegeben. Dann das Brot von gestern, schön aufgeweicht dazu, damit wir auch eine gute Bindung haben. Was heißt Brot auf Spanisch? Pan. Pan. Pan gibt es dann auch zum Schluss. Wir haben nämlich vier verschiedene Tapas, also Sie können sich auch was gefasst machen. Und jetzt Fleisch dazugeben, ganz wichtig, frische Petersilie, kommt auch noch, Perchil. Y ahora mano. Fato al mano, also Manuela heißt das, ne? Ja. Einfach mit der Hand alles schön durchmischen. Und da gibt es so kleine Bällchen und das Ganze könnte man, wenn man eine Zeit hat, vielleicht nimmt man eine Lea, machen wir noch eine Salsa dazu, eine Spanische, natürlich Salsa. Ja. Und wir machen auch gemeinsam einen Gang. Ne? Nehmen wir Pan con aceite, heißt es bei mir, also Pamambole in Mallorca. Ja. Wie heißt es bei dir? Ja. Tostadas. Hier, guck mal, ich lese mal vor. Hier. Ja. Tostadas de tomate con aceite de oliva y ayo. Y ayo. Y habla español también. Ja. Und ich lese mal vor, ich trage das mal kurz vor, was die gut